Wir lassen es einfach mal mitlaufen. Vielleicht interessiert es den, der uns jetzt ausdenkt. Ja. Ich kann immer wieder bloß sagen, der Mensch, den du dir ausdenkst, existiert zuerst einmal bloß, wenn du ihn denkst, egal an welchen Menschen du denkst. Und sich bewusst machen, dass das, was du mit Holofeeling gelehrt bekommst, dass das das Einzige ist, was wirklich hundertprozentig sicher ist und was du überprüfen kannst. Im Gegensatz zu all dem religiösen, esoterischen und naturwissenschaftlichen Geschwätz. All dieses menschliche Wissen setzt blinden Glauben voraus. Und jetzt kommt diese ständige Wiederholung. Was wiederholen wir eigentlich? Wo kommt es her, was wir wieder aus uns herausholen, das mit dem nächsten Gedanken schon wieder in uns reinfällt? Das ist ein ganz ungewohntes Denken für einen normalen Menschen. Ja. Und jetzt ist schon mal wieder das Wort Mensch. Und was denkst du bei dem Wort Mensch? Und es geht hier um Genauigkeit. Und ich gehe jetzt das nochmal mit deiner Engelsgeduld an. Und die erste Grundvoraussetzung ist das, was du jetzt hörst. Hörst bloß du. Du bist du Geist. Ich spreche dich jetzt einmal als Geist an. Du Geist bist der Einzige, der mich jetzt sprechen hört. An was denkst du, wenn jetzt dieser Lautsprecher mich sagt? Weil das, was du jetzt eindeutig hörst, ist ein von dir ausgedachter Lautsprecher. Ich erkläre alles, was ich erkläre, nur dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. An was du denkst, wenn du an mich denkst, das Wort mich ist ein ganz weiter Begriff, bestimmst du. Das ist ja eine ganz ungewöhnliche Sprache. Aber das löst sich in dem Augenblick auf, wo ich jetzt nur einen Satz bringe, dass ich sage, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Dieser Traum, der von einem Geist geträumt wird, der letztendlich aus ständig wechselnden Bildern in seinen eigenen Kopfkino. Jetzt denken wir uns den träumenden Geist als einen schlafenden Menschen, Körper, der da liegt und in seinem Kopf spielt sich praktisch was ab, was nur dieser träumende Geist sieht. Und jetzt behaupte ich, das stimmt schon wieder nicht, das ist eine Lüge, weil der träumende Mensch, den sein Kopf, in dem sich jetzt was abspielt, ist ein Gedanke von uns. Ich bezweifle, dass dieser jetzt von uns ausgedachte träumende Geist irgendwas erleben kann. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und ein Geist, der träumt als Symbol, ist etwas, was du gar nicht denken kannst. Ja. Das muss verstanden werden, um auf eine höhere geistige Ebene zu kommen. Es klingt nur ungewohnt und es ist unendlich einfach in dem Moment, wo man es verstanden hat. Es ist hundertprozentig sicher, dass du mich jetzt sprechen hörst. Und das Erste, was ich dir jetzt erkläre, du bist im landläufigen Sinne das, was die Menschen, die in deinem Traum in Erscheinung reden, Gott nennt. Ja. Das, was die Menschen, die du dir ausdenkst, Gott nennen, das bist du selbst als träumender Geist. Weil ein träumender Geist ist der Schöpfer für seinen Traum, für seine Traumwelt. Und jetzt ist schon immer du Gott. Wenn man das jetzt hebräisch hinschreiben würde, als hebräische Buchstaben, müssen wir dual hinschreiben. Und dann kann man schon, du auf hebräisch heißt ganz speziell zwei in Zusammensetzungen und all heißt Gott und nichts. Du all. Ja. Das ist der erste Sprung in die erste Gedankenwelt. Aber das muss dir jetzt klar sein. Wenn ich jetzt auch die, ich spreche immer mit demselben, ich rede jetzt nicht mit diesen Pixelmännchen, die du dir ausdenkst, das ist ganz, ganz wichtig, sondern bloß mit dem Geist, der jetzt sich dieses Video anschaut. Ja. Und der sich das Video anschaut, ist nicht dieser Affe, der jetzt vor dem Computer sitzt oder Handy in der Hand hat, wenn du an dich selbst denkst. Das ist nämlich auch bloß wieder ein Gedanke. Das müsste irgendwann einmal durch sein und sobald jetzt irgendjemand in dir auftaucht und sagt, das stimmt nicht, dann sage ich, egal wer es ist, hau ihn ab. Da kommen wir jetzt zu dem Thema Moral, das ist lieblos, so könnte ich jetzt das ja definieren, diese Worte. Ich stelle jetzt als allererstes einmal vorneweg, Holofeeling hat nichts zu tun mit einem rechthaberischen Wissen. In Holofeeling wird dir nur erklärt, was du selbst bist, du Geist. Es wird in keinster Weise definiert, was richtig und verkehrt ist, was gut oder böse ist oder gar was
moralisch oder unmoralisch ist. Das machen die Menschen in deinem Traum und dadurch manövrieren die sich von Augenblick zu Augenblick von einer Einseitigkeit in die nächste und reißen sich in Stücke und das ist die Quelle von Leid. Das heißt, wenn ich irgendwann einmal so einfache Weisheitssprüche verstehe, dass alles, was sich widerspricht, auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues ist. Ich sage, ein Wellenberg und ein Wellental sind eine Welle. Und die Frage, ob jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal ist, ist eine geistlose, dumme Frage. Und das gilt jetzt für alle Polaritäten. Für Gesundheit und Krankheit, die dann zur Heiligkeit führen, zum Heil führen. Und solange du immer nur eine dieser zwei Seiten intronisieren willst, zerstörst du in dir selber deine eigene Heiligkeit. Ja. Und du hättest von einer Sekunde auf die andere, weil alles jetzt passiert, würdest du mit einer vollkommen neuen Welt konfrontiert in dem Moment, wo du das, was ich dir erkläre, einfach erkennst, dass das die hundertprozentig sichere Wahrheit ist und nicht irgendein Glaube aufbauend auf geistlos nachgeäfften Axiomen. Du bist ein Geist, das ist die eine Metapher, ein träumender Geist, die zweite Metapher ist, du bist der Computer. Und ich sage immer wieder, der Computer symbolisiert jetzt den Geist, der nur das erleben kann, was sich in ihm selbst abspielt. Und das wiederum benötigst du Programme und Daten. Und das macht jetzt die Individualität aus. Das Leben, den Traum, den du erlebst, der hängt maßgeblich damit zusammen, wer du jetzt zu sein glaubst. An wen denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Besser, ich sage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und dann wirst du irgendwann einmal begreifen, wieso es im Holofeeling vier verschiedene Ichs gibt. Mit einer ganz unbewussten Reaktion auf diese Frage wirst du an deinen aktuellen Körper denken. Und du sagst, das bin ich. Mhm. Wenn du dich etwas aufzoomst, wirst du feststellen, ja, und was ist dann der Mensch? Der Mensch ist eine Lebensgeschichte vom Säugling bis zum Greis. Ich habe das die letzten jetzt gedachten 25 Jahre tausende Male wiederholt. Und du bist der Einzige, der das verstehen muss. Weil dein Leben beweist dir, dass du das immer und immer wieder vergisst. Sobald du mit normalen Menschen als Brösel und der Brösel, wie ich sage, zusammenkommst, gehst du so in eine Vergessenheit, in eine Winzigkeit von Denkmöglichkeiten hinein. Und alles ist so unheimlich logisch. Jetzt ist es, dass Holofeeling eine Verbindung ist von allen Wissensgebieten, die du deiner Menschheit zusprichst, und zwar in einem arithmetisch göttlich hundertprozentig perfekten Zusammenhang. Das beschreibt sich und das kann man sehr wohl lernen und erkennen in kürzester Zeit, aber nur wenn man Geist ist. Nichts, absolut nichts, was du dir ausdenken könntest, ich mag es noch krasser, nichts, was in dir auftaucht als Information, was existiert. Auch wenn du bei dem Gros deine Informationen noch in dem Wahn lebst, dass da irgendwas von außen kommt oder da außen ist. Das schauen wir uns dann gleich genauer an. Wird das jemals verstehen? Wenn du nicht der Erste bist, der das versteht, wirst du bis in alle Ewigkeit auf deiner jetzigen Bewusstseinsebene festhängen, wie ein täglich grüßtes Murmeltier doch. Und ich muss jetzt ein bisschen strenger werden, weil wir wirklich in einer Endzeit sind. Es scheidet sich jetzt. Das ganze Umfeld dieser Wahn, den deine Menschheit, deine Elite dir zeigt, im Nachäffen von Einseitigkeiten, dieser unendliche Hass, dieser rechtsfaschistische Hass gegenüber Linke und dieser linksfaschistische Hass gegenüber Rechtsorientierte. Wieso ist das zurzeit? Weil ich dir die Möglichkeit gebe, auf die nächsthöhere Bewusstseinsebene zu springen. Aber da kommst du mit Sicherheit nicht, wenn du in irgendeiner Form parteiisch bist. Das ist das Erste. Wir machen hier kein Geschwätz. Wir reden von Aussagen, die hundertprozentig sicher sind. Und das Geheimnis ist, dass du zuerst einmal immer niemals von mir hören wirst. Egal, was irgendjemand behauptet, dass das nicht stimmt oder dass das nicht richtig ist. Es gibt keine Lehre, die das dir bietet. Du wirst erkennen, dass jede Aussage, jede Behauptung, die sich irgendjemand denkt, die irgendjemand äußert, den wir uns jetzt ausdenken. Und immer dran denken, du bist ein träumender Geist. Nichts und niemand, der in dir auftaucht, in deinem Traum, kann sich heraussuchen, dass er jetzt von uns geträumt wird und dass diese Figur, dieser
Antagonist in unserem Raum das tut oder das äußert oder so ist, wie er von uns jetzt gedacht wird. Und wenn man nicht denkt, existiert er nicht. Ja. Das gilt sogar für den Körper, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Und all das, was du in dir aufbaust, baut letztendlich, ich nenne das immer, auf deinen Schwamminhalt auf. Das ist wie ein Programm, wie eine Datei, ein Programm in einem Computer. Ich kann auch sagen, ein Videospiel, ich nehme auf die Metapher mit dem Buch. Tausendfach erklärt, gehe ich auch nicht darauf ein, ich nehme jetzt keine Rücksicht mehr. Und ich habe in einem der letzten jetzt gedachten Selbstgespräche, die ich anspreche, das sind immer Kollektionen, die du entfalten musst, indem du dich da reindenkst in diese Strukturen, ganz klar darauf hingewiesen, es wird sich ab jetzt für dich schrecklich äußern, und das ist keine Drohung, ich betone, ich liebe, ich bin reine Liebe, ich drohe nicht, sondern ich warne dich als Vater. Das Problem ist, du hast es die Freiheit, die ich dir gegeben habe, die du nicht im geringsten nutzt, weil du überhaupt nicht weißt, was Freiheit ist. Du hättest die Freiheit, alles, was du jetzt so denkst, auch anders zu denken. Du hättest die Freiheit zu versuchen, die Gedankengänge irgendeines auf der Bröselebene gegenüber, der irgendwas äußert, natürlich nur in deinem Kopf, und in dem Moment bist du ja auch nur eine Information, wenn du an dich denkst. Ich sage immer von Brösel und der Brösel. Ja. Dass wenn dir die Haare zu Berge stehen, wie falsch, wie verkehrt, wie unlogisch das ist. Wie kann man bloß sowas denken oder glauben? Das sind ja so Äußerungen von normalen Menschen. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt dieses Programm laufen hättest, wäre das für dich vollkommen logisch. Und das, was du glaubst, wäre vollkommen unlogisch. Das eigentliche Böse dabei ist, dass man gegenseitig aufeinander einschlägt und wenn es bloß verbal ist und meint, man müsste den anderen von seinem Standpunkt überzeugen. Ja. Das ist mein Tassenbeispiel, wo ich sage, setze die Tasse für das Wort Politik oder für das Wort Religion oder für das Wort Christentum und dann kann man zum Streiten anfangen, was besser ist, rechts oder links. Die Katholiken oder die Protestanten oder die Zeugen Jehovas oder die Amish oder was auch immer. Weil ihr nicht verstanden habt, was eine höhere Ordnung ist, was eine Kollektion ist. Mhm. Jeder einzelne Satz, den ich sage, hat es dermaßen in sich, diese Kategorie 1 und die Kategorie 2 Fragen, die kannst du komplett in die Donne klopfen. Die Kategorie 1 Frage, die du dir stellst, wenn du was wissen willst, ist immer die Frage in Bezug auf irgendeinen ganz bestimmten Gedanken, den du jetzt denkst. Mhm. Egal, um was es geht. Die Kategorie 2 Fragen reduziert es auf die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht, ist es richtig oder verkehrt. Ich muss das wiederholen, weil du es wirklich nicht verstanden hast, sonst wird es sich nicht wiederholen. Ja. Wenn das einmal wirklich abgehakt ist, ich sage immer, das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt und du hast die Fehler einfach nur anzukreuzen, was übrigens jetzt verkehrt ist, weil du kreuzt im Führerscheinprüfungsbogen die richtigen Antworten an. Das sind so Sachen, ist dir das jemals aufgefallen, wenn ich das immer sage? Ich weiß nicht, ob wir Selbstgespräch sind, du hast den Fehler eigentlich nur zu erkennen und anzukreuzen. Nein, die lassen wir links liegen, außen liegen, weil alles, was außen ist, was du dir ausdenkst, du musst nichts tun, es kommt alles wieder zu dir zurück. Du musst nur verstehen, dass das, was du jetzt im Gros feinstofflich in deinem Kopfkino zu sehen bekommst, einfach nur Gedanken von dir sind. Das ist hundertprozentig sicher. Du leidest leider noch an dem Wahn, dass du meinst, dass du mit dem, was du dir ausdenkst, vorausgesetzt in dir ist der Glaube, der Materialismus, dass unabhängig von dir da außen eine Welt existiert, auch wenn du nicht an sie denkst und dass die schon da war, bevor es dich selbst, das, was du zu sein glaubst, gegeben hat. Solange du das glaubst, ist es natürlich für dich unmöglich. Mhm. Aber ich sage immer wieder, wenn du jetzt eine Zeitung liest, dann hast du nur ein Fetzen Papier. Das ist deine momentane sinnliche Wahrnehmung auf deiner VR-Brille, auf die gehen wir dann etwas genauer ein. Und dann hast du Worte vor dir. Und die erste Erkenntnis ist, du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist. Genau. Ich brauche diesen, was ist jetzt, unmittelbar jetzt da? Und das Erste, was du erkennst, dass das, was jetzt da ist, das ist deine Information. Wie der Name schon sagt, sonst würdest du es ja nicht wahrnehmen. Schreibt dir sogar der Materialismus vor. Dass aber dieses Jetzt sich ständig verändert. Schon durch das Denken, dass du dir denkst, was ist das, was mache ich aus den Worten? Egal was, ja. Versuche mal etwas nicht zu denken. Versuche mal nicht zu denken. Das wird dir nicht gelingen. Die Ja-Aber-Fragen, ich dann her, ja, aber heute Nacht, wie ich aufgewacht bin, habe ich 5 Stunden geschlafen wie ein Stein, ohne zu träumen, sage ich. Das denkst du dir jetzt. Ja.
Da bin ich oft drauf eingegangen. Es gibt keine Möglichkeit, dein Denken abzuschalten. Das heißt, diese in der Esoterik sich in die Stille meditieren wollen, das ist eine vollkommene Geistlosigkeit. Ich verweise auf mein 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel. Das ist ein ganz klarer Beweis, das ist immer ein ständiger Wechsel von Bildern, wo du dir einen Zeitsprung reindenken kannst. Ich mag es noch mal ganz kurz, bevor wir was Neues machen. Das heißt, wir denken uns jetzt mal ganz bewusst aufgrund dieser Worte, die du natürlich jetzt nur, du Geist, nur umwandeln kannst, wenn du der deutschen Sprache mächtig bist. Wie auch immer du jetzt meine Worte oder diese Geräusche auslegst, wir können das ja Geräusche nennen oder Worte nennen. Wir machen jetzt mal ein ganz absolutes, abstraktes Beispiel, um dir klarzumachen, dass alles jetzt ist. Du denkst jetzt, du legst dich ins Bett, du schaust auf den Wecker und du siehst 22 Uhr. Du machst die Augen zu und jetzt denk mal einfach einmal, um das zu verstehen, dass in dem Augenblick, wo du die Augen schließt, schläfst du schlagartig komplett ein. Und du schläfst jetzt, ohne zu träumen. Ist aber ein Widerspruch in sich selber, will ich nicht genauer darauf eingehen. Und plötzlich hast du das Gefühl, ich bin wach. Du schlägst die Augen auf. Dein Blick fällt auf den Wecker und du siehst 8 Uhr. Ja. So. Jetzt ist es ganz interessant. Solltest du dir jetzt da Gedanken drüber machen, wirst du sagen, boah, heute habe ich 10 Stunden wie ein Stein geschlafen. Weil du permanent versuchst, chronologisch Gedanken, die du jetzt denkst, in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder woanders hinzusetzen, obwohl dir immer jeder Gedanke, jede Information, die du jetzt nur hier und jetzt erleben kannst, in dir selbst als Information. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das heißt, wir machen mal die Situation, du hast die 22 Uhr, das Licht geht aus, jetzt bist du in einer Finsternis, denk an das schwarze Loch, wo alles reingesaugt ist, plötzlich kommt in dir Gedanke, dieses Gefühl, oh, wach, ob ich gut geschlafen, wach auch immer, irgendwas ist ja plötzlich als ständig wechselnde Bilder da. Und ich sage immer wieder, in dem Moment, wo du wach warst, weißt du noch nie mal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Du musst dich überraschen lassen, weil du dir gar nicht raussuchen kannst, wann du wach wirst. Die Aussage ist schon wieder voll in einen chronologischen Hintergrund gedacht. Ich sage dir, du wirst immer jetzt wach. Jetzt. Das ist eine Definition. Gut, du willst jetzt wissen, wie viel Uhr ist eigentlich, also machst du die Augen auf, jetzt geht das Bild wieder an und im selben Moment hast du eine sinnlich wahrgenommene Information auf deiner VR-Brille, der Wecker mit 8 Uhr. Und jetzt kommt der große Trick. Im selben Moment, wo du auf deiner VR-Brille dieses sinnlich wahrgenommene Bild eines Weckers von 8 Uhr zu sehen bekommst als Information. Wenn du mal ganz kurz dazu schalten. Im selben Augenblick erinnerst du dich, er heißt erwecken im Hebräischen, ein Erwecken in deinem Innern an das letzte Bild, das du gesehen hast, das vorhergehende Bild, nicht chronologisch denken. Das ist der feinstoffliche Gedanke an dieses Bild 22 Uhr und jetzt siehst du 8 Uhr. Die Bilder sind beide jetzt. Du kannst beides immer nur jetzt denken. Du siehst jetzt den Wecker mit 8 Uhr und du erinnerst dich, du erwächst in deinem Innern einen Gedanken, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, wo du ins Bett gegangen bist, dein letztes Bild. Du hast jetzt praktisch zwischen den Bildern 22 Uhr als Gedanke und dem sinnlich wahrgenommenen 8 Uhr ist kein Unterschied. Die sind beide jetzt. Mhm. Aber jetzt ist irgendein Mechanimus, ein Gehirn-Ich drin. Der rechnet sich jetzt aufgrund dieser zwei Zeiten, 22 Uhr und 8 Uhr, eine zeitliche Differenz aus von 10 Stunden, wo du aber nichts erlebt hast. Ja, klar. Du sagst, ich habe 10 Stunden geschlafen wie ein Stein. Mhm. Das lassen wir jetzt aber genug vor, warte, jetzt machen wir wieder mal wirklich was vollkommen Neues, weil jetzt haben wir ja die Profis alle da sitzen. Wer sitzt jetzt eigentlich da? Du sitzt da vor deinem Computer und glotzt auf einen Monitor. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich muss jetzt gleich noch loswerden. Es wird sich in dir absolut schrecklich, das meine ich jetzt einseitig negativ für dich ausgerichtet, wobei es das für mich gar nicht gibt. Ich muss irgendwie ein bisschen dich unter Druck setzen. Sonst schläfst du mir ewig weiter. Du lässt die größte Chance deines momentanen Lebens nämlich an dir vorbeistreichen. Und immer, ich betone, als der Mensch, der jetzt vom Computer sitzt, hast du nichts zu tun.
Mich interessiert nur der, der sich jetzt den ausdenkt, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anschaut. Der, der jetzt vom Computer sitzt, ist schon wieder weg, wenn du nicht an ihn denkst. Das heißt also, mach dir keine Gedanken um die Sachen, die du dir ausdenkst, die du aus dir herausdenkst und um dich herum in Raum und Zeit verstreust, die lösen sich schon wieder mit den nächsten Gedanken, kommen die zu dir zurück, da musst du nichts machen. Ja. Habe ich tausendfach erklärt. Was ich jetzt aber sage, was du solltest in keinster Weise mehr eine Meinheit schreiben. Und ich sage dir jetzt, was eine Meinheit ist. Auf Meinheit steht Todesstrafe. Tod ist nicht Vergänglichkeit, sondern Tode. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du wirst dich wie ein Hamster in einem Laufrad in einer Welt, wo du ums Überleben kämpfst, wo du mal krank bist, wo du gesund bist, wo du dich freust, wo du Ärger hast, in diesen einseitigen Hin- und Herschwanken wirst du dich bis in alle Ewigkeit befinden, solange du nicht aufhörst, Meinheit zu schwören. Und ich definiere nochmal, was ein Meinheit ist. Ein Meinheit, du stehst bei jedem Gedanken, den du denkst, wenn du mal deinen eigenen Glauben überprüfst. Darum sage ich immer wieder, schau tief in dich rein und mach dir bewusst, was deine jetzige zum Denken benutzte Logik, was dein Intellekt dir aufzwingt an Vorstellungen. Das nenne ich immer den zweiten. Was ja für dich alles hundertprozentig sicher ist. Du denkst dir zurzeit intellektuell gebildete Menschen aus, wo ich dir beweise, dass hier praktisch kein einziger, außer er hat intensiv Photofeeling studiert, überhaupt weiß, was 100% sicher bedeutet. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Alles, was dir intellektuell gebildete Menschen, egal in welcher Art von Intellekt, die Medizinwissen, physikalisches Wissen, theologisches Wissen, chemisches Wissen, ist vollkommen gleichgültig. Dass die so weit davon entfernt sind, zu wissen, was 100% Sicherheit bedeutet. Man schiebt es dann immer auf die Axiome. Ein Axiom ist irgendeine Theorie, eine Sichtweise, auf Deutsch eine Behauptung, die in keinster Weise überprüft werden kann, die aber trotzdem allgemein, im Allgemeinen, zumindest in der Allgemeinheit, die du dir ausdenkst, als richtig angesehen wird. Und das streichen wir jetzt vollkommen weg. Das heißt, bei Holofeeling wird nur mit den Dingen gearbeitet, die wirklich 100% stimmen, die man beschwören kann. Und beschwören solltest du nur noch das, was du mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erlebt hast. Das ist auch eine sehr trügerische Falle bei mir. Ich kann in Basic-Logik das nicht genau beschreiben. Das heißt, alles, was du nur vom Hörensagen kennst. Und du verwirklichst diese angelesenen Weisheiten von anderen, die wir uns jetzt ausdenken, in dir und du betrachtest es als hundertprozentig sicher. Du stehst bei jeder dieser Behauptungen, schau in dich rein, was du glaubst, ist für dich hundertprozentig sicher, dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Ist für dich hundertprozentig, kannst du beschwören, dass dieser Trockennasen auf dem Körper, der in dem Moment in dir zu existieren beginnt als Information, wenn du an dich selbst denkst, dass dieser Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Kannst du das beschwören? Wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Und dann lasse ich dich in diesen Körper. Du musst keine Angst haben, dass ich dir deinen Körper wegnehme. Ich lasse dich alt werden, ich lasse dich gebrechlich werden. Und ich lasse dich in diesen gebrechlichen Körper, der von einem Schmerz in den nächsten hineingleitet, bis in alle Ewigkeit drin, bis du anfängst, dir Gedanken zu machen, was du selbst bist und was ein Gedanke von dir ist. Es geht nicht mehr anders. Ich muss jetzt Druck machen im Angesicht dieses Wahnsinns der Rechthaber um dich herum, die übrigens nur dann in dir existieren, wenn du dir welche ausdenkst. Also ich habe keine um mich herum. Selbst wenn ich mich jetzt als Udo denke, ich habe die Handvoll Leute, sind extrem liebenswerte Menschen, aber es sind ganz wenige. Aber das sind auch vergängliche Erscheinungen. Okay, und jetzt gehen wir mal auf den Punkt. Wir gehen der Sache auf den Punkt. Das Geheimnis ist die Sprache. Wir wollen nicht philosophieren, sondern wir schauen uns einfach mal Worte genauer an und dazu brauchen wir eine Fahrersprache und dann gehen wir in die Medizin, wir schauen, wo uns das jetzt hintreibt. Ich muss immer wieder diesen Teppich vorher ausbreiten, das sind jetzt hier wieder fast eine halbe Stunde, weil das muss sitzen. Wenn dich das nicht neugierig macht, dich Geist, es kann nur dich Geist neugierig machen. Also vergiss, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, das verstehen könnte.
Egal an wen du denkst, alles Existierende sind vergängliche Erscheinungen. Existere, Heraustreten, Evolution, Revolution. Tausendfach darauf eingegangen. Und wenn ich jetzt sage, das ist Holo-Feeling, hat nichts zu tun, ob was stimmt oder nicht stimmt, sondern was ist jetzt da? Und was interpretiere ich mit der Logik, die ich zum Denken benutze? Und dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass 99,9% all deine Informationen nur aufbauen auf Interpretationen von Reizauslösern, die du mit dem Intellekt, wo du sagst, das ist meine Meinung. Du hast noch keine eigene Meinung, glaub es mir, es ist Schwamminhalt. Geistlos nachgeäfft der Schwamminhalt. Mein Babybeispiel, jetzt immer wieder chronologisch für dein Denken, ist so unendlich tief, es hebt jegliche Form von Philosophie deiner Menschheitsgeschichte aus den Angeln. Was übrigens jede kleine Facette von Wissen stimmt. Aber für ganz, ganz winzige Teilbereiche, da musst du einfach Selbstgespräche anhören. Und du bist der Einzige, der sich diese Selbstgespräche anhören kann. Glaub ja nicht, dass irgendein Redo, eine Helene oder diese Pixel, ich habe jetzt diese Pixelmännchen vor dir irgendwelche Namen gegeben, dass die jemals Hulu-Feeling studiert haben. In der Vergangenheit ist sowieso nichts passiert. Wir schauen jetzt Holofeeling nochmal. Es geht in Holofeeling zuerst darum, ich erkläre dir, was du bist. Und dann ganz, ganz grob, soweit es in deiner extrem primitiven Denkmöglichkeit von Basic möglich ist, wenn ich immer wieder sage, für mich ist das Wissen deiner Menschheit eine Schimmelpilzkolonie. Selbst dabei denke ich mir etwas. Aber ich tue jetzt einmal den Bildschirm übertragen. Machen wir das Audio mit ein. Habt ihr mein Bild? Ja. Gebt ab und zu einen Laut und zwar gehen wir mal einfach in die Öffnung. Das ist jetzt einer dieser Selbstgespräche und immer dran denken, wenn man viele hängen sich jetzt auf den ersten 8 Bänden auf, das ist also, das ist Malen mit Zahlen Kinderbücher, obwohl das schon so komplex ist. Die Hirnschriften sind dann etwas näher. Schauen wir mal nur das Wort die Öffnung an. Was machst du aus diesen Zeichen? Ganz spontan. Redo, leg einmal los. Ich mache jetzt einmal ein Zwiegespräch, dass ich nicht mehr reden muss. Ja, schau mal, bloß einmal das erste an, ohne zu hebraisieren. Schau, wenn du jetzt zum Beispiel angenommen, du würdest nur Englisch lesen, dann wäre die Öffnung wär für dich eigentlich irgendein Wort, das du nicht kennst, aber die kennst du. Die? Hey. Was heißt die, wenn du Englisch, wenn du Englisch, der englischen Sprache bist, was heißt die? Sterben. Sterben. Ja, nicht nur, das ist jetzt, das geht schon los. Das ist wie bei meinem Beispiel mit Krebs. Das ist wie beim Beispiel mit dem Krebs. Wir schauen uns das mal ganz einfach an. Wir geben das einfach mal in ein Englischwörterbuch ein. Das kennt eigentlich Sterben, Tod, Verenden, das kennt jeder. Aber hast du dabei auch an das gedacht? Das ist auch ein Spielwürfel, ein Würfel, ein Geschenk, ein Blättchen, ein Gewindeschneider, eine Matrize, ein Stempel, ein Bettschaft, ein Prägestempel, eine Pressform. Ein Schneideeisen und so weiter und so fort. Nein, wusste ich nicht. Das ist, wenn man dann nachschaut, du merkst, es wird jetzt schon komplexer. Das ist das, was ich hier mit meinem Beispiel mit dem Krebs auch. Ein Wort ist ja 400 Seiten Buch und dann haben wir das Nötigste ausgelegt. Aber jetzt machen wir ein bisschen Holofeeling dazu. Dann können wir das natürlich rot und blau lesen. Das ist jetzt ganz einfach und jetzt haben wir natürlich dieses Problem mit dem E hin, weil da haben wir viele Möglichkeiten, weil das ein Vokal ist. Aber schlichtweg und einfach, wenn ich jetzt spontan hinschaue, dann sage ich zuerst einmal rot, geschlossen, Gott, und dann denken wir immer jetzt an E-Quadrat, die Energie. Ja. Der geschlossene Gott ist E-Quadrat. Und jetzt machen wir die Öffnung blau. Selbst wenn ich jetzt Holofeeling, wenn ich jetzt natürlich, das widerspricht sich jetzt engelisch, wie ich das nenne, dann haben wir ein O mit zwei Bündchen drüber. Diese zwei Bündchen drüber ist Wellendal und Wellenwelt, das sind zwei Facetten. Ja. Das ist Wellenberg und Wellendal. Das sind die zwei Facetten unserer Gedankenwelt, plus minus. Und das sind zwei Existenzen, die sich aufspannen. Die sind nun, die sind jetzt. Ja. Und dieses Nun in deinem Geist oder in deinem Gehirn, je nachdem, ob wir es rot-blau machen, sieht es schon ein bisschen anders aus. Darum ist dieses Rot-Blau-Lesen so wichtig. Aber wir schauen jetzt einmal, mir geht es eigentlich um die Stelle mit dem Punkt, aber ich fange trotzdem da eben oben an. Du lebst in einem Traum, das habe ich gerade erzählt, in einer Spiegelwelt. Das ist das Hochspiegeln, wo ich sage, du bist der Spiegel. Indem du den Sinn, DN heißt die geöffnete Existenz, und wir wissen ja, DN, Dalit Nun, heißt Urteil. Das ist dieses Prinzip, für welche
Und ich, wenn du jetzt relativ unerfahren bist mit Holofeeling, es geht nicht anders, du musst dir das aneignen. Darum sage ich, dein Leben lehrt dir das. Ich kann dir erst lesen und schreiben beibringen, wenn du sprechen kannst. Dann kommst du in die Schule, unsere 3x3x3 Wachstumsstufen, die ich immer anspreche. Und jetzt ist es so, dass dieses DN, da haben wir nur eine Möglichkeit, da gibt es keine anderen Möglichkeiten, wenn wir das jetzt einmachen, dann heißt es erst einmal urteilen, aber auch beraten, richten. Und wir können das dann immer spiegeln, weil ich ja von Spiegelungen rede. Und dann kriegst du hier ND und jetzt kriegst du hier dieses Schwanken, dieses Hin- und Herbewegen, weil du noch chronologisch denkst. Ja. Da bin ich oft drauf eingegangen, das wollen wir uns jetzt auch nicht mehr festhalten. Ja. Mhm. Das heißt, diese Öffnung, das heißt jetzt hier, wo war man hier, den Sinn. Und jetzt haben wir schon unseren Sinus, diesen Sinn. Und das ist natürlich jetzt, da würde ich aber ins Lateinische fahren, da haben wir immer SI, das Bewusstsein Gottes mit zwei Existenzen. Mhm. Diese zwei Existenzen sind auch die zwei Facetten, die wir nun, jetzt wahrnehmen. Das ist Existenz und Existenz, die aber das U innen, wenn wir das rot machen, wird dann der Geist in der Mitte, die Synthese. Mhm. Ja. Wenn du den Sinn vieler meine Worte völlig verkehrt verwendest, da haben wir schon das Umwenden, Kehrseite. Zu jeder Vorstellung von richtig gehört eine Kehrseite. Das sind doppelt aufgespannte Enden und wir haben vier Phasen im Einheitskreis, die wir umwenden müssen, dass wir wieder zum Urzustand zurückkommen. Genau. Da nun dein Traum auf diese deinen Worten aufbaut, erscheint, und jetzt ganz kurz eine kleine Metapher, geh einfach mit, wenn du eine DVD hast. Wir sagen, auf der DVD ist jetzt eine offene Welt, ein Videospiel drauf oder ein Film. Die offene Welt ist natürlich wesentlich komplexer, weil wir dann Spieler haben, die das verändern können. Der Film läuft ja nur statisch durch, in Form von Einzelbildern. Die Metapher, die tiefere Ebene, ist alles gleichzeitig, meine Bücherregal-Metapher, und alles, was auftaucht in diesen Filmschichten, ist immer jetzt. Die Transversale nenne ich das. Mhm. Ich gehe jetzt auch nicht so arg ins Detail, weil jetzt will ich wirklich ja was Neues machen. Erscheint dir darin vieles aus deiner begrenzten Logik heraus. Deine begrenzte Logik, für die Logik gehört jetzt deine komplette Datei, das ist dein logisches Verknüpfungssystem und die Daten, die du zum Denken benutzt. Mhm. Betrachtet oft sehr widersprüchlich. Das ist, alles ist ein Widerspruch. Alles, was sich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues. Das ist das Beispiel mit Kreis und Dreieck, zwei Flächen werden zu einem Körper, zu einem Kegel. Ja. Und jetzt ist der Witz, darum sage ich Kategorie 2 Fragen, ist das oder das richtig? Gibt es bei Holofeeling nicht. Ja. Holofeeling erkennt einen Widerspruch zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten. Die zwei Möglichkeiten wäre jetzt, ist es das ein Kreis oder ein Dreieck? Nein, ich sage, das ist ein Kegel. Ja. Bei mehreren Möglichkeiten ist es das ein Beispiel, ist jetzt der Hänger rechts oder links oder in der Mitte? Oder ich mag es noch komplexer, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer? Das sind geistlose, dumme Fragen, wenn ich weiß, was eine Wohnung ist. Mhm. Das entzieht sich deiner von dir ausgedachten Menschheit, diese einfache Erkenntnis vollkommen, sonst, wenn sie das wüssten, würden sie nicht streiten. Ja. Aber jetzt kommt für dich, ich nehme die Schuld auf mich, weil die Menschen, die du träumst, die du dir ausdenkst, aufbauend auf deiner eigenen Logik, sind Spiegelbilder deiner eigenen Unvollkommenheit. Und ich führe dir mit diesen Figuren in deinem Traum deine eigene Geistlosigkeit und Unwissenheit vor Augen. Und solange du als Brösel da mitstreitest auf dieser Ebene um Einseitigkeiten, hast du Holofeeling in keinster Weise verstanden. Ja. Ich sage, ich diskutiere nicht. Eine Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Dass wir jetzt streiten würden, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und so weiter und so weiter. Das ist eine Geistlosigkeit. Die Frage nach etwas, wenn ich einen Komplex habe, was richtiger ist, habe ich nicht verstanden, was eine Kollektion ist und was die Einzelteile sind, die aus dieser Kollektion entspringen. Mhm. Ob es jetzt um Glauben geht, ob es um Physik geht, um Politik geht, spielt dabei, wenn ich es auch keine Rolle, das, was keine Rolle spielt, ist der in der Mitte. Was die Rolle um ihn herum rollt, das ist das, was er sich ausdenkt, wo er immer nur eine Seite sieht. Mhm. Okay? Rein mathematisch, das ganz bewusst Mathe ist das gelernte Wissen. Und dieses Mat-Ich sind die Toten, diese vielen Erscheinungen, gestaltgewordenen Erscheinungen, die in dir auftauchen. Erkläre ich jetzt nicht, wenn du die Reife erst verstehst, um mich, ist
Die erste Dimension, wie gesagt, dimensionslos. Da kommen wir gleich zu dem Punkt. Diese Dimension alleine, das Wort uns jetzt intensiver anzuschauen, da will ich jetzt dann später drauf eingehen. Wie gesagt, dimensionslos. Die erste Dimension ist dimensionslos. Wir müssen erst wissen, was bedeutet eigentlich Dimension. Da gehen wir dann von hinten nochmal drauf zurück. Gehen wir nochmal drauf zurück. Das lateinische Wort Dimensio, ich erkläre es jetzt übrigens sehr, sehr oberflächlich. Immer dran denken, das Wort könnte ich jetzt ein 400-Zeilen-Buch machen. Und du kannst jede Zeile, die ich dir erkläre, nachvollziehen. Du musst nur meine Gedanken hier mitgehen. Bedeutet erst einmal Ausmessung. Die Mano auseinanderfließen, die Medior ausmessen und die Medo abgrenzen. Das Wichtige wird eigentlich hier schon wieder weglassen. Wir haben jetzt hier, wenn wir das hebraisieren, die im heißt geschlossenes Meer. Mhm. Wir wissen, Mens heißt Denken auf Lateinisch. Springen wir ganz kurz einmal rein. Schauen wir uns das Die an, die führt uns zwangsläufig zu unserer Diana. Das ist nämlich eine Kurzform von Dia. Da können wir gleich einmal ins Lateinische, ins Griechische reingehen. Durch und durch. A. Und da steht eigentlich das Wesentliche schon drin. Durch Zwischen zugrunde liegend der Begriff, die Trennung in zwei Teile. Wendberg und Wendor. Und immer daran denken, das Zwei ist die kleinste Form von Vielheit. Ich symbolisiere das bei unserem Kegel. Der hat zuerst einmal zwei Teile, in diesem Beispiel nämlich als Schattenwurf einen absolut idealen Kreis und ein ideales Dreieck. Und wenn wir jetzt dieses jetzt ausgedachte, vor uns hingestellte dreidimensionale Objekt eines Kegels einen Schatten werfen und wir drehen das, gibt es ja nicht nur die zwei Schattenwürfe Kreis und Dreieck, sondern viele Dinge, die entweder mehr kreisförmig oder mehr schattenförmiger sind. Ja. Darum ist immer zwei ist die kleinste Form von Vielheit. Ja. Mhm. Darum sage ich, die klassische Welle mit Wellenberg und Wellental gibt es eigentlich nicht, weil auf dieser Oberfläche, die wir uns als Wellen denken, sind nämlich nochmal Wellen drauf, das sind die Oberwellen. Mhm. Das sind dann diese Wischiwaschis, wo dann dazukommen. Das wäre jetzt immer wieder ein Durch. Jetzt wissen wir, Dur heißt generiert, eine generierte Kollektion auf Hebräisch. Das ist einmal von Raum, und zwar durch einen Raum hindurch und wieder heraus. Das ist, du denkst dir was aus und alles, was du dir vorstellst, sind Spiegelungen. Du schaust in einen Spiegel und der Spiegel reflektiert. Das ist dieses Zurückkehren in dich. Das ist unsere Vorsilbe End. Diese Vorentfernt heißt, dass du dir zuerst was ausdenkst und das dann zwangsläufig wieder in dir zurückholst. Ich will jetzt das End, sind wir oft, so oft drauf eingegangen. Okay? Ja. Halt, da wollte ich ganz kurz nochmal hin. Mens, das heißt jetzt das Auseinanderdenken in zwei Teile durchdenken. Mens ist Denken, Mendior. Das ist jetzt dieses Mensio, ist die Ausmessung, das Ausdehnen von Dimensionen. Was jetzt natürlich interessant ist, wenn wir mal das Ens wegmachen, wir machen nur die Men. Und jetzt sieht es dann schon ein bisschen anders aus, wenn man das nochmal ein Stück halt. Ausmessen, ausdehnen, Dimension, die Ausmessung von zwei Maßen, die Mendior, Mensus. Nach allen Zeiten, das sind unsere 16 Perspektiven. Du musst immer wissen, wenn du nach vorne schaust, fällt dir das hin, wenn du nach oben schaust, fällt dir das unten. Die Mano. Auseinanderfließen, ausbreiten. Siehst du das, was ich jetzt meine? Es fließt auseinander. Da haben wir das Lieben. Die Facetten lieben steht da schon. Und sich aus Berei, aus dem Inneren des Spiegels herausspiegeln. Das sind gespiegelte Existenzen. Das ist das einmal dieses Auseinanderfließen. Dasselbe kriegst du dann in einer anderen Form bei der Astrologie. Da kommst du nämlich dann in das Wort Stru. Streuen. Geschmückt, mehrere Stücke zusammengefügt, strukturiert das Zusammenfügen und dieses Struo ist übereinander schicken. Dieses A
aus Verneinung heißt das, dass man nicht aufeinander Geschichte, denk an unseren Spiegeltunnel. Mhm. Wenn wir jetzt in die Transversale gehen, hast du über dir was, was wir uns natürlich auch vor uns hinstellen können, da kommen wir dann gleich dazu mit der Tiefe, ist übereinanderfügen, aufschichten, aufbauen, errichten, fertigen. Wie sieht es aus in einem Spiegeltunnel? Und wir haben in einem Spiegeltunnel, haben wir zuerst einmal, und da muss ich jetzt doch zuerst einmal den Punkt wegmachen, ich hebe das noch auf, weil sonst springe ich zu viel. Also das habe ich jetzt ganz kurz angesprochen. Wenn du das Wort die Mano auseinanderfließen aufschlüsselt, erhältst du, das lassen wir mal stehen, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende mit dem Punkt. Lass uns doch einmal einen normalen Punkt betrachten, ich meine einen solchen, da ist er, siehst du? Das ist jetzt ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst, was jetzt da ist. Und jetzt stell dir vor, du würdest nur Chinesisch sprechen oder Türkisch sprechen und lesen können. Dann wäre jetzt nur ein Monitor da mit Schriftzeichen und du würdest dir wahrscheinlich denken, das kann ich nicht lesen, und du würdest es weglegen. Mhm. Umgekehrt natürlich genauso, wenn ich jetzt was auf Türkisch hinschreibe, dann sagst du, zack, vollkommen uninteressant für dich. Da du jetzt aber da aus den Worten dir Vorstellungen generierst, und zwar in Maßsetzung deines Wortverständnisses, und das baut jetzt auf einen ganz normalen, auf eine ganz normale Deutscherziehung auf, die ich dir jetzt zuspreche als Programm, siehst du ihn, den hier? Ich kann ihn für dich auch etwas größer machen, für die Blinden. Ja. Das ist die Eigenart, diese Art zu denken, findest du in keinen Büchern deiner Welt. Das, was du als Punkt bezeichnest, ist bei G Wissenhafte und G E Quadrat, wissen wir, ein Zusammensein. Betrachtet eine Fläche. Und eine Fläche ist mathematisch gelerntermaßen immer eine Quadratfläche. Ja. Diese Bezeichnung hat nichts damit zu tun, dass der Punkt so auszusehen hat. Es kann auch irgendwie ein runder, irgendwie anders aussehender Punkt sein. Ein Dreieck ist genau genommen auch flächentechnisch betrachtet, arithmetisch betrachtet eine Quadratfläche. Mhm. Du neigst mit deinem normalen geistigen Maßstab, blau gelesen, dazu immer dann etwas geistig als Punkt zu bezeichnen, wenn du diese Erscheinung keinen sonst wie definierten Eigenschaften zusprichst. Du sagst zum Beispiel, der Ausgangspunkt meiner Reise war München. Damit machst du München einfach zu einem Punkt. Punkt. Oder die Wissenschaftler sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem sie nicht mehr weiter wissen. Die iterieren halt dann immer wieder mit ihrer alten Logik was Neues heraus. Es wird hier von zwei Punkten gesprochen, die bei genauer Betrachtung wieder etwas ganz anderes sind als unser geometrischer Punkt, denn der ist ja nichts. Aber halt, wieso bist du dir so sicher, dass diese beiden anderen Punkte etwas anderes sind? Zum Beispiel der Ausgangspunkt ist München. Mhm. Oder der Punkt, wo du anlangst. Was ist für dich ein Punkt? Es wird jetzt hier ein bisschen erklärt, das ist zuerst einmal nicht gut im Hebräischen, aber was wir uns jetzt anschauen, das ist zuerst einmal in der Etymologie, ist ein Punkt ein kleiner Fleck? Mhm. Eine Spiegelung von UB, vom verbundenen Wissen, eine Facette, FN, ganz nebenbei, Aspekt. Das ist ein Aspekt, das ist eine Ecke. Genau. Ist das Zufall? Was dir gar nicht klar ist, dass ein Kreis, den wir uns jetzt denken, aus unendlich vielen Punkten besteht, und sobald wir uns den Kreis aus Punkten bestehen, ist jeder dieser Punkte eine Ecke. Ich mache mal, mir kommt da gerade was in den Sinn. Bild habt ihr? Ja. Wir denken uns jetzt einfach mal an den Kreis, ganz kurz, dass du das besser vorstellen kannst. Wenn wir uns jetzt das anschauen, ist jeder dieser Kreis, sagt mir, besteht aus Auseinanderreihen von Punkten. Mhm. Natürlich besteht er aus unendlich vielen Punkten. Aber genau genommen ist jeder dieser Punkte eine Ecke. Ja. Weil wir uns den Punkt ja immer noch räumlich vorstellen. Wir haben gerade gesagt, Punkt heißt eigentlich ein kleiner Fleck. Wenn ich jetzt hier normal denke und ich schaue jetzt von hier, ich benutze das nie, ich schaue jetzt von hier an irgendeinen Punkt, dann sieht es so aus, dass ich jetzt mir da einen Punkt ausdecke, aber genau genommen stimmt es eigentlich gar nicht, weil dann müsste ich mir dann alle einzigen Auge schauen. Genau. Es ist aber so, dass ich zuerst einmal zwei Augen habe, du weißt, vier Stände sind sogar vier Augen, das schauen wir uns dann gleich in der Medizin an. Das heißt, dass ich einen Punkt
in einem gewissen Maß vom rechten Auge und vom linken Auge aussehe. Und jetzt sehe ich eigentlich, dass ich genau genommen in eine Ecke reinschaue. Rechtes, linkes Auge. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Das wollte ich da bloß einmal zeigen. Wobei die zwei Augen, wirst du jetzt feststellen, dass dieses Auge, das rechte Auge, wieder aus zwei Seiten besteht. Mhm. Ja. Und das besteht nochmal aus zwei Seiten. Und jetzt haben wir dann schon zwei Ecken. Du kannst dir das vorstellen. Ja. Wieso ich diese Behauptung jetzt manifestiere, übrigens haben wir hier einen, zwei, vier, puff, 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 puff. Kommt dir das bekannt vor, Rido? Ja. Übrigens hier habe ich A, B, D. So, jetzt, kleinen Moment. Eins, zwei, vier. Speichern, zack. Wir gehen jetzt da mal in den Punkt. Verloren gehen. In den Punkt etwas genauer rein, und zwar springe ich jetzt einmal da hin. Und zwar machen wir als allererstes, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Und da muss ich jetzt ganz kurz unsere Lichtgeschwindigkeit, da geht jetzt deine Naturwissenschaft los, wie unendlich geistlos jeder nachäfft. Da sind wir tausendfach darauf eingegangen, was Licht ist. Es ist eine Vorstellung, die du dir ausdenkst, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Ich weise immer wieder darauf hin, zeig mir Licht. Es ist für dich alles unheimlich logisch, es ist aber nicht besonders geistreich. Was sollte dir denn sonst logisch erscheinen, wenn du ein Computer bist? Dir kann nur die Logik logisch erscheinen, auf dem du selber aufgrund deines zwanghaften Programms läufst. Taucht jetzt aber eine andere Logik in dir auf, ich sage mal ein anderes Programm, das mit deinem Betriebssystem nicht kompatibel ist oder gar ein anderes Betriebssystem, Daten aus einem anderen Betriebssystem, dann taucht zwar was auf, was du nicht einsortieren kannst, darum ist das für dich unlogisch. Aber schon die Definition hier der Lichtsekunde. Das Licht ist eine dimensionslose Geschwindigkeit. Da muss ich jetzt ganz kurz, um dir das einmal klar zu machen, das Anfang und Ende, das All und das La eigentlich dasselbe ist. Machen wir jetzt ganz einfach einmal eine Ewigkeitsmaschine. Die haben wir schon oft gehabt, ne, Rido? Mhm. Für eine, die es nicht können, müssen wir uns auch nicht anschauen, die Ewigkeitsmaschine erklärt. Das sind jetzt verschiedene Videos, die kannst du eventuell selber hersuchen. Das ist eigentlich das Prinzip, dass wir einen Motor haben, der dreht sich, eine kleine Welle, dann ein größeres Zahnrad, das wieder auf ein kleineres greift, wenn das durchgeht, aber irgendwo, da gibt es viele Ewigkeitsmaschinen, im Museum ist dann das letzte Rad eingemauert. Was jetzt eigentlich der Witz ist bei den Zahnrädern, dass wir hier diese, ich lasse mal das ganze Erklärung berechnen. Hier die entspricht der Wartezeit, bei uns mit unserem Übersetzungsverhältnis 5-mal so lange und die 29 jetzt der Anzahl der Kombinationen. Also pass auf, ich mache es mal in einfachen Worten. Wenn du eine Ewigkeitsmaschine nimmst, hast du zuerst einmal einen Motor mit einer kleinen Achse, ein Zahnrad, und diese Achse treibt ein größeres Zahnrad an, und auf der Achse von dem großen hängt wieder ein kleines Zahnrad, das wieder hängt, und wir untersetzen das praktisch. Das ist eine Übersetzung. Und du wirst jetzt feststellen, wenn man das berechnet, diese Ewigkeitsmaschine, dass hier das explodiert wie das Schachbrettbeispiel. Mhm. Und in einem Museum steht eine Ewigkeitsmaschine, die sind gar nicht allzu viele Zahnräder, wo das letzte Zahnrad eingemauert ist. Da hat es auch ein Video gegeben, vielleicht ist es noch drin. Da ist das letzte Zahnrad eingemauert. Die Zahnräder haben ungefähr, schätze ich mal, so 30 cm Durchmesser ausgedacht. Das letzte, also die großen Zahnräder, das letzte ist eingemauert und am ersten ist ein Motor. Und die lassen jeden Morgen, wenn du in das Museum reingehst, lassen die den Motor laufen. Jetzt müsste man natürlich wissen, mit wie vielen Umdrehungen, ob der 1000 oder 2000 Umdrehungen macht, ist einmal vollkommen gleichgültig. Und dann wird dann berechnet, dass das letzte Zahnrad in 1 Billion Jahre eine einzige Umdrehung macht. Das heißt, umso mehr wir das nochmal untersetzen und nochmal untersetzen, umso langsamer wird es, aber wir sind wieder bei unserem 10 und es kommt niemals auf 0, es wird niemals stehen bleiben. Wir können dann sagen, gut, wir machen nochmal eine Untersetzung 1 zu 10, dann sind es 10 Billionen Jahre, dann machen wir nochmal eine Untersetzung, sind es 100 Billionen, dann kommen die Trilliarden Jahre. Es geht unendlich weiter, das Problem mit der Unendlichkeit. Ja. Ich muss wissen, was unendlich ist. Unendlich ist das ewige Hier und Jetzt. Jetzt. Aber jetzt gehen wir auf die andere Seite. Der Motor, der sich schnell dreht. Und jetzt kommt das große Problem. Ich sage, wie schnell dreht er sich eigentlich, wenn er sich mit Lichtgeschwindigkeit dreht? Gar nicht mehr. Er dreht sich gar nicht mehr. Mhm. Weil für eine Umdrehung brauche ich einen Radius. Mhm. Der Radius geht bei Lichtgeschwindigkeit auf Null. Ja. Und dann bist du in dem Punkt. Und jetzt haben wir die Eins, das Universum.
dass ich die zwei Seiten, die Plus 1 und die Minus 1, die zwei Seiten Gottes, er ist ein absolutes Nichts und er ist alles, was prinzipiell auftauchen kann. Ja. Das ist die genaue Definition der physikalischen Bezeichnung Energie. Ja. Das ist das, was in dir wirkt, das sich aber selber weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil es ist ein absolutes Nichts und es ist alles gleichzeitig. Ich kann es auch einen träumenden Geist nennen. Egal, was ein träumender Geist für Informationen in sich aufwirft, es verändert nichts an dem träumenden Geist. Der träumende Geist kann nicht vernichtet werden, weil er eigentlich ein nicht denkbares Nichts ist, was vollkommen dimensionslos ist. Die Menschen haben mal gesagt, das ist ein auseinandergeschmissenes, nicht an dir denken. Der Geist, der sich auseinanderschmeißt, der Geist des Mittels, des absoluten Mittelpunktes, macht es erst einmal zwei. Und dann kommen 4 und dann kommen 6, dann kommen 8. Das habe ich dir gerade versucht zu erklären. Ich weiß, ich spreche ganz grobe Sachen nur an. Und darum, wenn hier jetzt steht, das Licht ist eine dimensionslose Geschwindigkeit, eine Sekunde pro Sekunde, das ist das Unde ist jetzt dabei wichtig. Es Eck. Bewusstsein ist eben jetzt nur hier bloß, heißt es. Nur jetzt, es gibt immer nur Bewusstsein und Unde auf Lateinisch. Wir wissen ja das. Und da ist die Welle und unter ist dann unser berühmtes von woher kommt diese Unda, wenn sie zu He wird. Ganz wichtig, woher, woraus, wovon stammt es ab? Wörtlich übrigens, die Verdopplung unde wird normal im Altlateinischen übersetzt, woher auch im Meer. Okay? Ja. Das heißt jetzt die Lichtgeschwindigkeit und da kommt jetzt natürlich das große Problem, dass wenn wir ein bisschen hochgehen, Lichtgeschwindigkeit ist Meter durch Sekunde. Meter ist eine Dimension, Sekunde ist eine zeitliche Minute, das ist die vierte Dimension. Jetzt kommt dieses ganze geistlos nachgeäffte Wissen deiner Physiker. Wir sind zuerst einmal, jetzt diese Physiker sind Figuren, die wir uns ausdenken. Und die wissen nicht, was sie schwätzen. Und dann habe ich den hier gerade schon mal nochmal hergesicht. Auf den sind wir zigfach ausgegangen. Ich verweise auf dieses Licht des UB. Sie steht auch für Licht. Das eigentliche Licht des UB. Ja. Und wenn du jetzt bewusst bist, dann muss dir jetzt erst einmal eins klar sein. Er zeigt dir jetzt Photonen im Fluch. Ich habe dir so oft gesagt. Und jetzt pass auf. Du musst dir bewusst machen, was jetzt da ist, jeden Moment. Für dich ist jetzt als sinnlich wahrgenommene Information, wenn du dir das Video anschaust, ist für dich schlichtweg und einfach vor dir auf deiner Verabredung ein Monitor mit einem gewissen Arrangement von Lämpchen, von Helligkeiten, die erzeugen in dir die Illusion, dass da ein Mensch ist. Das sind aber jetzt nur farbige Lämpchen. Ja. Und du sprichst jetzt dem, wenn du zuhörst, meinst du, der hätte unabhängig von dir diese Pixelfigur, dieses Arrangement, hätte unabhängig von dir da außen eine Existenz? Und der schaut jetzt, wir denken uns das in seinen Kopf rein, dass der auf einen Monitor schaut. Auf einen Monitor, der auf unseren Monitor ist. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und dann schaut er auch nur seine flackernden Lämpchen an und sagt, das sind Photonen im Fluch. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Satz. Das ist ja mit zig Milliarden Einzelbilder pro Sekunde fotografiert worden, das Photon. Ich stelle euch unten die Publikation rein, da könnt ihr nachlesen, wie die das in Japan aufgenommen haben. Und das sind alles wieder bloß Worte, wo du Vorstellungen machst, die du vollkommen geistlos um dich herum in Raum und Zeit verstreust und du meinst, du hättest mit dem, was du dir ausdenkst, nicht das Geringste zu tun. Wenn du eine Zeitung liest oder wenn du das jetzt liest, die Lichtgeschwindigkeit, da ist Meter mal Sekunden drin. Und die Definition eines Meters, es sind lauter solche Sachen, die Lichtsekunden. All das ist richtig, was da drin steht. Aber nicht, was nicht stimmt, ist, wie du das jetzt interpretierst, wie man dir das beigebracht hat, wie man das zu interpretieren hat. Da haben wir jetzt übrigens die Original-Einstein-Formel. E Quadrat, das ist er, es ist es, das bin ich und du. Ich bin nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst und du bist nicht der Affe, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich denkst, dass du jetzt vom Computer sitzt und dir das Video anhörst. Er oder es, wir beide sind untrennbar miteinander verbunden. Ich bin dein zauberer Bruder. Und du bist mein kleiner Bruder. Und dieses E-Quadrat in der Einstein-Formel haben wir jetzt zwei Sachen. Unser M-Quadrat, da gehe ich in die Physikbücher drauf ein,
Das ist M steht für Gestaltwertung im Hebräischen. Physiker nennen das Masse. Und da hast du hoch 2. Und vergesse mal deine Regeln. Wir gehen nochmal raus aus der Arithmetik. Das sind 2. Das ist Wellenberg und Wellendort, die mir aufschmeißen. Das ist, wenn ich es immer so mache. Aus dem absoluten Nullpunkt heraus. Vorher gehen die Selbstgespräche. Und das ist der sogenannte Impulsanteil. Den kann man komplett einmal ausklammern. Das sind nämlich immer, das Wissen erzeugt immer 2, die auf dem Licht drauf sind. Ja. Das kann man dann die Formen umstellen, da will ich ja gar nicht drauf eingehen, was uns viel, viel wichtiger ist. Wir waren beim Auge. Mhm. Wenn wir in die Netzhaut reingehen, da haben wir schon ein Netz. Genau. ZH. Die Zeichen. Die Geburt von wahrgenommenen Zeichen, die Schöpfung an aufgespannten Erscheinungen. Das ist jetzt Holofeeling, weil das ein deutscher Klartext. Und da haben wir in dieser Netzhaut, da kann man jetzt viel reden, da gibt es einen blinden Fleck. Ja. Wir haben immer bei GE, denkst du, in einem GE, ein Gesichtsfeld. Mhm. Das ist GE, weil der Geist ist die Einstein-Formel, habe ich zigfach gezeigt, ist E-Quadrat. Mhm. Da steckt es schon mit drin. Unser Gimmel Gamma ist ein Gesichtsfeld. Und da wird es jetzt interessant mit Holofeeling, wenn du das liest, wird dir da was ganz, ganz anderes erklärt. Und zwar haben wir hier jetzt, und jetzt geht es schon wieder, du kommst aus den Ecken nicht raus, wir haben einen gelben Fleck. Ja. Genau. Jetzt habe ich, wenn ich jetzt alleine bin, das ist jetzt so viel. Die Fovea-Zentrale. Des peripheren Gesichtsfeldes, die zentrale Retina, das Ding müssen wir uns dann genauer anschauen, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Repräsentiert in der Fovea, ich kann es gar nicht aussprechen, schau mal, was da steht. Motorischen Nullpunkt. In der Mitte des motorischen Nullpunktes. Das ist schon wieder Widerspruch, das ist ein, das Motorischen, denk an die Kolben. Kol ist Ben, Kolpen, Pen sind Aspekte. Das ist die Transversale, ich will jetzt die Worte nicht so auch reingehen, die Worte, jedes Wort für sich ist ein Kleinod. Ja. Und jetzt für dich, du musst es nicht wissen, mir geht es nicht um Vielwisserei. Ich betone das jedes Mal, wenn eine sagen, da komme ich nicht mit, wenn ich ins Hebräische gehe, wenn ich in die Physik gehe. Mir geht es darum, dass du zuerst einmal erkennst, was du selbst bist. Mhm. Du bist ein träumender Geist. Und wenn du da schon Schwierigkeiten hast, das zu akzeptieren und du meinst, Wissen wäre wichtig. Wissen, jeder Moment, den du erlebst, ist das, was du jetzt weißt, ist deine Information. Du kannst nur das wissen, was jetzt in dir existiert. Mhm. Alles, was nicht existiert, ist nämlich nicht da. Es ist aber dann trotzdem rot geschrieben in dir da auf der Datei, die jetzt übrigens existiert, weil wir unsere Datei ausdenken. Die aber nicht existiert, eine Datei von einem Film existiert nicht, wenn du nicht an die Datei und an die DVD denkst. Muss aber da sein, sonst wird ja kein Film laufen. Das ist die Erkenntnis der transversalen Ebene. Was hier wichtig ist, die visuelle Wahrnehmung. Ich mache ganz kurz das Bild und dann wirst du jetzt merken, dass ich habe gerade gezeigt hier, den Kreis, dein Gesichtsfeld, du schaust dir nur in eine Richtung. Denk dir mal jetzt, das sind deine 2 Augen. Ich sage, das ist deine VR-Brille. Und da haben wir jetzt, machen wir einen Halbkreis drumherum oben. Okay? Mhm. Und dann siehst du, dass ich ja gesagt habe, hast du mal hier, wir schauen in die Richtung auf den Punkt des Kreises. Mhm. In unser Gesichtsfeld, wir fokussieren einen Punkt in unserem Gesichtsfeld an. Mhm. Und dann ist das eigentlich, der Punkt ist ein Eck, aufbauend auf unsere 2 Augen. Ihr seht es. Mhm. Aber wenn man jetzt das medizinisch genauer anschaut, und jetzt ist das allererste, was wichtig ist, das, was du dir jetzt aufgrund dieser Zeichnung ausdenkst, ist nicht da außen. Da außen sind keine Köpfe und keine Augen, wenn du sie dir nicht denkst. Und wenn du sie denkst, sind sie in deinem Kopf eine Information. Ja. Das ist ein Riesen, das ist der große Schritt in ein vollkommen neues Denken. Und jetzt ist es so, dass jetzt ganz einfach gesagt die Retina hinten in dem Auge 2 Hälften hat. Und da nochmal 2 Hälften. Dann habe ich gesagt, die 2 Punkte sind wieder aufbauend auf 2 Punkte. Mhm. Ja. Weil das ist 2 kleine Kamera Obscuras. Mhm. Ich nehme meine Kamera Obscura, nehme ich ja immer nur einen einzigen Punkt. Mhm. Der dann innen, jetzt natürlich zweidimensionale Darstellung, wenn wir uns das räumlich denken, ist das dreidimensional, spiegelt er in den 3 Ebenen. Und das wird jetzt über Kreuz. Die kreuzenden Nervenphasen, die nicht kreuzenden Nervenphasen, merkst du? Ich kann jetzt sagen, das sind 4 Phasen, die man überkreuzt, dann das wäre alles für sich. Hier ganz wichtig, das Superior, dass wir das uns genau anschauen, was die Worte bedeuten, dann kommst du in einen komplett anderen Kontext. Mhm. Okay?
Ich will nur ansprechen, dass alles richtig ist. Was nicht stimmt, ist das, wenn du Medizin studierst, was deine Professoren dir erklären, was das alles bedeutet. Ja. Weil die das erste und das zweite Gebot bringen. Ich erkläre das in einem komplett anderen Kontext. Und das große Problem beginnt bei diesen Haubentauchern hier. Das ist das allererste. Wir denken uns jetzt Menschen aus, die du überhaupt nicht überprüfen kannst. Weil es sind Märchenfiguren. Ich betone immer wieder, das Wertvollste sind die Märchen. Der hat ja noch einigermaßen was verstanden. Setzt mit dem Problem der Raumwahrnehmung, der perspektivische, immer erwecktes Wissen. Wissen, das erweckt wird, ist immer ein Spekulum, eine sind Spiegelungen und Größenkonstanz auseinander. Und jetzt pass auf, die Sehlinien gehen nach dieser Theorie vom Auge aus und bestimmen die Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, es sind ausgedachte Sachen. Ich sage immer, deine Augen sind wie Projektoren. Mhm. Aber du projizierst, wo projizierst du das hin? Mit Holofeeling werden ja dann die Augen definitiv zu zwei VR-Brillen. Aber die Theorie, die Sichtweise des Sehstrahls ist eine Sache, dass wir eigentlich das nach außen projizieren, was letztendlich sich nur in unserem Kopf als Information abspielt. Ja. Genau genommen gibt es da außen gar nichts. Mhm. Das ist, wenn ich immer sage, auf deiner Verabredung ist deine sinnlich wahrgenommene Information optisch. Scheint im Lichte, und jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir die super gescheiten, weil wir wissen ja, scheint im Licht der physikalischen Betrachtung ziemlich absurd zu sein. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass es nicht so ist. Es ist immer eine These und dann kommt eine Antithese. Und die Kunst ist jetzt, diese beiden Sichtweisen zu verbinden und was vollkommen Neues daraus zu machen. Jetzt ist übrigens ganz interessant, das habe ich oft angesprochen, erhält aber durch die modernsten, modern ist vergänglich, Erkenntnisse der Blickbewegungsanalyse eine Art späte Rehabilitation, siehe vorher Zentralis. Mhm. Was heißt es, diese Blickbewegungsanalyse? Du erinnerst dich, Redo, mit dem Tracker, mit dem Eye-Tracker, wo die Versuche gemacht haben, ursprünglich für werbetechnische Zwecke. Ich springe da mal ganz kurz, ich mache mal den Udo ganz kurz dazu. Habt ihr mich wieder? Ja. Ja. Es ist, die Sache habe ich mehrere Male angesprochen. Das sind immer der Widerspruch. Zuerst ein Satz, der elementar wichtig ist. Jeder Satz von mir ist wichtig. Egal welche Seite du mir zeigst, egal welche Internetseite, welches Buch, wo irgendetwas behauptet wird, ich zeige dir 1000 andere Seiten, wo zum selben Thema was ganz was anderes behauptet wird. Und du solltest dir nie die Frage stellen, was richtig ist, sondern jede dieser Seiten ist eine Seite von dir selbst, ist ein Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Und man macht jetzt, wenn sich was widerspricht, kommt Kategorie 2, da kann nur eins davon stimmen. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Mhm. Oder bei mehreren Möglichkeiten ist eine Wohnung, immer wieder dasselbe Beispiel. Es sind geistlose Fragen. Die lösen sich bei Holofeeling komplett auf. Also ein Eye-Tracker für werbetechnische Zwecke, dass man mehr verkaufen kann, hat man versucht, bei Werbeplakaten zu schauen, wie reagieren die Menschen eigentlich drauf. Ich mache jetzt eine normale raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte, die du recherchieren könntest und dann wirst du natürlich nur hier und jetzt in deinen Internetseiten aufmachen, irgendwann finden, wo genau das drinsteht, wo ich dir sage. Ich kann dir aber Internet zeigen, wo wieder was ganz was anderes drinsteht und wir schauen uns diese Facette an. Und jetzt mit der Technik, du setzt eine Brille auf, so wie ich jetzt eine Brille auf habe. Und dann hast du hier einen kleinen Sensor, der deine Blickwinkel, die Pupillen, das Drehen der Auge, den Blickwinkel anschaut. Und dann setzt man dich hier vor einen Monitor hin. Und da ist jetzt ein Werbeplakat. Ich mache jetzt das klassische Beispiel auf mehreren Selbstgesprächen drauf. Und dann setzt man verschiedene Menschen mit verschiedenen Wertesystemen hin und schaut dann, dieser Blickwinkel, wenn die auf dem Monitor das Bild haben, kann ich so wie beim, ich kann ja meine Mauszeiger, wenn ich meine Mauszeiger laufen lasse, kann ich hier eine Bildspur mit dem ziehen. Bei Microsoft kann man das umstellen, dass du siehst, dass er eine Spur macht oder dass die ganzen Mauszeigerbewegungen praktisch als Striche, als Linien auf dem Monitor damit festgehalten werden. Mhm. Okay, und man schaut jetzt einfach, wo schauen die eigentlich hin, die Menschen? Mhm. Und ich habe jetzt aus einem physikalischen Experiment, da war das Bild, ich mache jetzt, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, es ist ein Park und da sitzt auf der Parkbank sitzt eine Frau mit einem Minirock, daneben sitzt ein älterer Herr und es läuft ein Hund rum.
Und jetzt lassen die den Film laufen. Das ist also ein Werbefilm. Und dann, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Mann da sitzt und du siehst jetzt genau im Hintergrund, während es läuft, wo die sich hinfokussieren, dann wirst du feststellen, dass das dann mal so abgerastert wird und dann fokussiert sich irgendwann einmal dein Auge auf irgendetwas. Mhm. Und bei Männern ist der Fokus in der Regel auf der Frau und auf die Beine oder auf den Minirock. Mhm. Bei Kindern, die sind nur beim Hund. Da ist irgendwas, wo du reagierst und dann wirst du da dich irgendwo festmachen. Und das kann man hier feststellen. Und dieses Ding wurde in der Werbepsychologie, wohlgemerkt, es ist eine Wissenschaft, wo Menschen studieren, wie man hier die Scheißdreck verkaufen kann. Das ist dann Kapitalismus. Das ist jetzt das Negative im Hintergrund, was gar keinen Sinn macht, anstatt den Geist anzuheizen in einem selber. Und jetzt in der Wahrnehmungspsychologie, wie diese Drecker dann erfunden waren in der Vergangenheit, die wir uns jetzt ausdenken, die wir jetzt in uns erschaffen, Vergangenheit war nie was, hat man dann überlegt, Mensch, wir können ja mal die Reaktionszeiten, ich habe da übrigens so ein dickes Buch, ich müsste jetzt bloß aufstehen, da wird es genau beschrieben von einem Professor für Wahrnehmungspsychologie, auch ein totaler Haupentaucher, weil das Philosophie, die materialistisch orientiert ist und nur noch damit zu tun hat, wie funktioniert unser Gehirn. Und er meint, es ist Philosophie, er sollte sich mit dem Geist auseinandersetzen. Okay. Aber für Wissenschaft ist ja Geist nichts. Ja. Wissenschaft gilt ja nur, wenn man das auch messen kann. Wer misst, misst, misst. Wer misst, misst. Weil was die messen, die sitzen vor Computer, alles was Quantenmechanik ist, dann ist gar nicht klar. Die sagen, wir beschäftigen uns nur mit Sachen, die man beweisen kann. Beweisen wir, dass es Wassermoleküle gibt. Wie definierst du einen Beweis? Und ich sage dir, du schwörst eine Meinung nach dem anderen, weil du nämlich zu denen gehörst, wo ich als Jesus sage, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht mehr seht. Keiner sieht mehr die Zeitung und einfach nur die Farbspritze auf dem Papier. Du reagierst wie eine Maschine mit deinem Mechanismus, machst aus diesen Worten Vorstellungen in deinen Kopf, verstreust diese Vorstellungen um dich herum, ob jetzt das Coronaviren sind, ob das Menschen sind, was es auch immer ist, und du meinst, du hast mit der Scheiße, die du dir ausdenkst, nichts zu tun. Scheiße ist übrigens Kacka. Es ist Kakophonie, was du zurzeit in deinem Kopf hast. Also gut, jetzt die Wahrnehmungspsychologen haben gesagt, hey, jetzt haben wir dieses Teilchen, da kann man ja mal messen, die Reaktionszeit unseres Gehirns. Der Versuchsaufbau ist ganz einfach. Der Versuchsaufbau ist folgender, du stellst dir vor, ich mache jetzt einen Computerbildschirm, einen Monitor und da ist ein kleiner Punkt. Ja. Und dann setze ich einen davor hin und es ist ja in der Elektronik, kann ich ja da schönes Programm schreiben und ich kann jetzt genau registrieren, wo der aufgrund seiner Augen hinschaut. Jetzt mache ich kleinen Einschub. Die neueste Version von Windows 10, wenn du einen guten Computer hast, ist vorbereitet, wenn du einen Eye-Tracker anschließt. Weißt du wahrscheinlich nicht, aber du kannst jetzt mit der neuesten Windows, wenn du das allerneueste Windows-Update hast, kannst du in Verbindung mit einem Eye-Tracker deine Maus vergessen. Da passiert nämlich Folgendes, dass der Mauszeiger genau an der Stelle ist, wo du auf dem Monitor hinschaust. Das heißt, du brauchst die Maus nicht mal mehr mit der Hand bewegen, weil wo du hinschaust, hast du ein kleines Kreuz und das ist der Mauszeiger. Du musst eigentlich bloß noch hier dann den Befehl drücken, rechte Maustaste, linke Maustaste, aber du musst nochmal hin und her fahren, weil das die Augenbewegung automatisch, er sieht ja mit dem Eye-Tracker, wo du hinschaust. Und jetzt spiegeln wir das, dieses Prinzip, wir haben einen Monitor mit einem Punkt, der steht, und jetzt wird es eingeeicht, dass wenn du den Punkt anschaust, dass das genau synchron an derselben Stelle ist, wo der Punkt ist. Und die Idee, die wir uns jetzt ausdenken und immer dran denken, sobald du dir einen Menschen denkst, entsteht dieser Mensch in dem Augenblick, wo du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher hier und jetzt in deinem Kopf. Egal, wo du dir den hindenkst. Und er wird das tun und denken, was du jetzt denkst, was du ihm zusprichst. Du bist ein Gott. Also gut, ich denke mir jetzt diese Menschen aus und denen denke ich jetzt, lasse ich diese Idee denken. Ich bin auch Gott. Dass sie sagen, hey, wir lassen jetzt einfach einmal mit einem Zufallsgenerator diesen Punkt auf dem Monitor hin und her wandern. Da können wir ein kleines Programm schreiben. Und dann muss der, der davor sitzt, den wir uns jetzt ausdenken, mit diesem Punkt mit seinen Augen folgen. Und durch den Eye-Tracker sehen wir genau jetzt da die davon aus, die wollten messen die zeitliche Verzögerung von Reizauslösern und der Augenbewegung. Dass wenn der Punkt jetzt nach oben geht und ich mache jetzt hier mal mit dem Finger, das ist, wo ich hinschaue, das heißt einmal, der Punkt ist da und ich schaue an dieselbe Stelle. Und wenn der jetzt losläuft, brauche ich ja gewisse Zeit, bis ich merke, dass er losläuft und dann folge ich dem Punkt. Wenn der nach rechts geht, gehe ich dann irgendwann nach rechts. Und es muss ja
chronologisch, raumzeitlich gedacht, logisch sein, dass ich eine gewisse Zeit brauche, bis ich registriere, mein Gehirn registriert, dass der nach rechts geht, dass ich den dann mit den Augen folge. Mhm. Und ich sage, Mensch, diese Maschine, die eigentlich für Werbung zu analysieren erfunden wurde, die kann man gut dazu benetzen, die Reaktionszeit, diesen Nachlauf, die Träge des Gehirnes zu messen. Mhm. Jetzt mussten die beim ersten Versuch, haben die festgestellt, dass es genau umgekehrt ist. Dass das Auge nach rechts schaut und der Punkt, wo das Auge eigentlich folgen sollte, folgt der Augenbewegung. Mhm. Dann waren die zuerst schockiert, weil sie gemeint haben, die haben im Programm einen Fehler. Es wurde da zigfach überprüft und dann mussten die mit den Sätzen feststellen, dass du nicht irgendwelchen Gegenständen da außen folgst, sondern die Gegenstände folgen deiner Augenbewegung. Mhm. Wir haben jetzt die Kehrseite, die eigentlich gar nicht sein kann. Und jetzt, pass auf, jetzt springen wir da nochmal rein. Und das ist genau diese Sache. Euklid geht von einem C-Strahl aus. Mhm. Die Theorie des C-Strahls erscheint im Lichte physikalisch ziemlich absurd, erhält aber durch die modernsten Erkenntnisse der Blickbewegungsanalyse eine Art Rehabilitation. Mhm. So, und jetzt frage ich dich, wenn du jetzt ohne Holofeeling das gelesen hättest, selbst wenn du studiert hast, weißt du, um was es da eigentlich geht? Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Worte benutzt, wo jedes einzelne Wort auf 400 Seiten Buch wäre, wenn man genauer war. Die Wahrnehmungstheorie von dem haben auch hier besagt scheinbar das Gegenteil. Das heißt, so blöd waren die Alten eigentlich gar nicht. Die von dem Bohren gemäß der Atomistik und so weiter. Und jetzt kommen wir, das sind alles stimmt. Jetzt kommen wir zum Vater der Optik. Der hier. Bewies als erster, dass die visuelle Wahrnehmung mit dem Licht zusammenhängt. Das plapperst du geistlos nach. So wie hier von Humboldt vor 200 Jahren schon ganz genau die Wassermoleküle beschrieben hat. Ich frage, wer hat die entdeckt? Kann ich mir nicht erst Wassermoleküle ausdenken, wenn mir das einer erzählt? Kann man das überhaupt entdecken? Kann man Licht entdecken? Zeig mir Licht. Jetzt kommt die Sache mit dem Laserstrahl, aber das ersparen wir uns jetzt, wenn die von ihren Lasern und dann einen Rauch reinblasen mit die Spiegel, wenn hier Hologramme gebaut werden. Es ist alles ein bisschen richtig. Dieses Beispiel war mir jetzt wichtig, dass du hier diese Stelle, dieser kleinen Absatz, dass dir so unendlich viel Hintergrundwissen fällt. Also du hast es jetzt vielleicht studiert, dann bist du aber in so einem winzigen Fachbereich, wenn du jetzt nämlich Medizin studierst, dann kriegst du irgendwas mitgekriegt von der Fovea centralis. Diese Fovea, das ist jetzt hier das Eigenartige, das ist die mittige Grube, heißt es. Jetzt pass auf, wir sind ja zurzeit in so einem Genderwahn. Wir haben ja zum Beispiel keine Bürger mehr, sondern BürgerInnen. Jetzt kann ich sagen, das stimmt und das stimmt nicht. Die Bürger sind innen. Innen. Ja. Und wir haben Arzt innen. Der Arzt ist auch innen. Ich bin der Arzt aller Ärzte, der Meister aller Meister. Wenn du heil werden willst, musst du aber zuerst einmal wissen, was heil bedeutet. Ja. Und wenn wir jetzt, bleiben wir mal zuerst einmal, was ist eigentlich die Grube? Und da wirst du ganz eigenartig was Schönes entdecken, schau mal her. Das ist zuerst einmal unsere Beschwörungskunst. Die Beschwörungskunst von toten Geistern, tote Geister sind Gehirne. Unser Zauberer, schau mal, dasselbe Wort hast du auch Grube. Mhm. Ja. Aber diese ganzen Geister, die toten Geister, die du dir ausdenkst, übrigens zwei Spiegel, da sind wir tausendfach drauf eingegangen, rot gelesen, blau gelesen, dass das auch die Radix pur ist. Ja. Ja. Das U ist Ü. Bürger, GR heißt Fremde, die in der Fremde übernachten. Mhm. Das sind Gehirnberechnungen. Alle Gehirnberechnungen erscheinen jetzt erst einmal fremd und meinst, du hast nichts damit zu tun. Das ist Kalk. Du magst dir selber etwas weiß kalken, kalkulieren. Das heißt, wie dein Gott, wie dein Innerstes. Und du wirst jetzt zu einem Reihsender, Spiegelsender, sage ich immer. Der ist die Generation. Und du wohnst in der Fremde. Und dieser Bürger, nochmal, Bur, das sind Analphabeten, Ignoranten, vollkommene Ignoranten der Totenwelt, ich nenne das ganz normale Menschen, Unwissende. Es sind Gedanken von dir selbst. In der Mitte ist die große Kollektion Hüben 3 und Rüben 3. Ja. Das sind die Metim. Das sind die Metim, die Gestalt
verschiedenen Erscheinungen des Meeres. Das sind Gedankenwelten. Klingt jetzt im ersten Moment unglaublich, aber es ist wirklich ein Matrix-Programm, darum sage ich das immer wieder. Und für dich nochmal, immer um dir die Angst zu nehmen, du musst das alles noch nicht wissen, du sollst bloß neugierig werden auf dich selber. Du hast unendlich viel Zeit. Das sind die Analphabeten, das sind die Bürger in deinem Traum. Und das ganze Auge, wenn wir jetzt, wir sind ja immer in der visuellen Wahrnehmung, da kann man uns jetzt reinlesen und ich könnte auf jede Zeile, auf jedes Wort, auf 400 Seitenbuch in diese Geschichte reinschreiben. Dass hier das mit Licht zusammenhängt. Das ist übrigens richtig. Du musst bloß wissen, an was denkst du bei dem Wort Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Du hast nicht, es ist Licht und es war Licht. Es ist das Licht. Rot gelesen als Geist, die Lampe im Projektor, symbolisch von mir aus gesehen. Und es ist das Licht, das du projizierst auf der Leinwand, die Sonne im Kino auf der Leinwand, die Lampen auf der Leinwand, beziehungsweise die Lämpchen auf der VR-Brille. Das sind die zwei Lichter. Da ist, es hängt mit dem Licht zusammen, die visuelle Wahrnehmung. Aber nicht mit einem Licht, wo dir die Physiker erklären, von dem Zeug hier, von dem Kack. Diese Form ist interessant, es ist nämlich was Dimensionsloses. Und Geshin, da haben wir wieder unser GE-Quadrat, ist Shin ist der Logos und Wind ist Ruach, das sind die vier Weltgegenden im göttlichen Geist. Und das ganze K.I.D. ist wie buchstabiert. Wir wissen das alles, wenn es einer nicht weiß, es sind halt so Kleinigkeiten. Ich sage mal, du musst nicht wissen, wie ein Fernseher oder Computer funktioniert, wenn du dir damit einen Film anschaust. Ja. Aber irgendwann werden dich nicht mehr die Filme interessieren, sondern wie die Computer funktionieren. Ja. Irgendwann werde ich nicht mehr interessieren, als Gamer zu gewinnen, irgendwie als Brösel, als Avantar in dem Videospiel, sondern du wirst dich in dir damit auseinandersetzen, wie funktioniert das Spiel als Datei, als Funktion, als Programm. Ja. Genau. Das ist dann die höhere Ebene des Geistes. Was bin ich selbst und wie funktioniere ich? Da steigt jetzt Holofeeling ein. Jetzt kommt Holofeeling in dein Leben. Ja. Und dieses Auge, da gehen wir jetzt dann gleich ein bisschen ins Hebräische. Was haben wir da noch? Licht kommt gewöhnlich von oben. Das ist, jetzt haben wir die Stereoskopie, das Stereosehen. Da sind wir eh schon drauf. Das wären jetzt lauter so Kleinigkeiten. Da machen wir unseren Blick. Die Vovea, die Grube, die Seegrube. Eine im Zentrum, sogenannten GL, der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist der Sohn. Der ist im Zentrum dieses Flex. Aber die Ecken drumherum, die peripheren Ecken, die Punkte auf deinem Kreis, ich sage mal, der Kreis ist ein Unendlicher. Ich muss mal einfach die Mutation lesen, da wird das erklärt. Und da kommen jetzt natürlich solche, auch diese Daten haben alle, wandeln sich um. Da haben wir wieder unseren Papi in der Mitte, der Sehnerv-Papillen. Da habe ich jetzt irgendwo, da haben wir jetzt natürlich unsere Sehzapfen, die MDL und die Zapfen. Ja. Jedoch keine S-Zapfen für den blauen Bereich. Was heißt das? Da müssten wir jetzt die Zapfen im Auge anschauen und da wirst du merken, dass dieses M ist die Gestaltwerdung, L ist das Licht und S ist die Raumzeit. Und Zapf, ZB heißt auf der etwas überlegen, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das sind unsere Gedankenwelt. Und diese raumzeitlichen Zapfen erzeugen das Blaue. Und da kommen wir jetzt in den Bereich, wenn wir Zapfen jetzt ist ja China. Bitte? Auch China, Zapfen, unheimlich. Wenn man Hebräisch. Diana, ich weiß, was das Diana-Programm jetzt im Hintergrund hat. Das Diana-Programm. Aber was ich jetzt ganz kurz rein will, wir wollen uns hier die Dimension nochmal anschauen, und zwar zu den Dimensionen. Das haben wir jetzt ein bisschen schon erklärt, das Dimenso. Reden wir jetzt erst einmal immer von der Breite. Das Breit ist noch klar. Bereich. Da fehlt ja. Nein. Ja. Ach, Bara, ich bin da total durcheinander. Ja. Jetzt haben wir ihn. Bereich. Das ist Brei, das heißt im Spiegel. Wie als Fürsilbe im Bild im Spiegel. Rei ist der Kopf des Schöpfergottes. Inmitten das Kopf des Schöpfers verbunden. Das ist das Göttliche. BR, zum einen gelesen ist das Äußere. Vom Schöpfergott. Ei. Schöpfergott ist nichts. Und der T hindran ist dann im Spiegel erscheinend oder gespiegelt. Das wissen wir. Was wir uns jetzt aber anschauen, ist die Länge, die Tiefe und die Höhe.
Und zwar sagst du mal im Deutschen, was heißt eigentlich Länge? Das deutsche Wort. Wir haben eine Breite, B-Reihe, das heißt im Spiegel. Ja. Im Klassischen. Das ist erst einmal eine räumliche Ausdehnung in eine Richtung. Ein Langsein, ein ausgedehntes Ausmaß, das ist so das Normale. Räumliche Ausdehnung in eine Richtung ist wichtig. Wir schauen immer in eine Richtung. Aber jetzt wird schon interessant, das Wort lang ist in räumlichen und zeitlich eine Erstreckung. Ist der Ihr Rex, wisst, ich ja. habe mit den Ecken. Das heißt, dieses erweckte SDR-Eck, das Geheimnis von einem Versteck, das ist diese Radix schlechthin, dieses SDR. Das ist ein Geheim, GE Quadratis Hayom. Der Geist von dir und mir, wir sind ein Geist. JCH, der vom Bücherregal und der zurzeit ein Leben durchlebt, das rote Ich, der Geist des Funk, wie ich das nenne. Wir beide sind das Meer. Und diese NIST, die Existenz von intellektueller Raumzeit, ist was Flüchtiges, wenn man das Genau, eingeht. genau. Wir sind Hayom, wir sind dieses Licht. Wie buchstabiert bauen wir jetzt in uns was auf? Wir sind unser eigener Schutz, weil nichts kann nicht zerstört werden und wir sind versteckt, versteckt. Darum sind wir auch, wir widerlegen uns etwas. Der Sehstrahl, der nach außen geht und gespiegelt wieder zurückkommt, aber das passiert in uns, in dem Rai selber. Das ist das Widerlegen und das zu Form werden. Und da haben wir jetzt Form. das Zerstören Ach. und das Ö haben wir jetzt, da können wir U reinmachen, haben wir das, das will die Ungeordnete um uns herum, bis was zu ordnen anfängt in unsere Ja. Ballaststücke. Genau. Stimmt ja, das stimmt? Ja. Ja. Da haben wir jetzt natürlich diese vielen Möglichkeiten, hier das durchzuspielen. So, wir haben ein Erstrecken, ER, der Erwachte ist sein eigenes Geheimnis und das ist eine Eggung. Dieses Eck ist aufgespannte Existenz im Geist. Denk immer wieder, was ich dir gerade mit dem Auge gezeigt habe, wenn du einen Punkt in einem Kreis in der Peripherie anschaust. Ja. Dann schaust du in ein Eck. Und darum ist es auch lang GE Quadrat streckt, lang gestreckt. Da haben wir also laufen die Ecken mit drinnen. Das wird jetzt interessant, wird im gotischen Lachs, aber so weit müssen wir gar nicht zurückgehen in die Vergangenheit. Es wird nämlich dann unheimlich, wenn man sich die Zeit nimmt, uns das genauer anzuschauen, wird das interessant. Aber jetzt machen wir die Tiefe. Wir haben noch eine Tiefe. Du wirst jetzt merken, da kommen wir jetzt gleich in unser HWH rein. Das ist erst einmal ein Gegenwart zur Höhe. Da haben wir schon das HWH. Die Tiefe ist das Gegenteil zur Höhe. Senkrechte Ausdehnung nach unten, die Entfernung unterhalb der Bodenoberfläche, Wasseroberfläche. Nulllinie im Meer drüber. Nach unten übertragen die Ausdehnung einer Fläche nach vorne und hinten. Das heißt, wir drehen ja praktisch unsere Dreiachsenregelung. Immer dran denken. Wir haben zuerst einmal unser chronologisches Denken. Schau das kleine Bild an. Wir drehen das zuerst einmal in die Transversalwelle. Dann haben wir ein oben und ein unten. Und dann drehen wir es nochmal. Und dann kriegen wir eine Tiefe vor uns hin. Immer an den Spiegeltunnel denken. Alles, was wir aus dem Mittelpunkt herausdenken, befindet sich in dem Rai. In dem allerersten. Zwischen den zwei. Da wird genau dieses Prinzip beschrieben. Und da fahren wir jetzt einmal runter und schauen uns das, wo die Etymologie von der Tiefe ist. Und dann hast du jetzt hier ganz einfach aus G, GE Quadrat, der Geist Gottes, wir zwei, HWH mit den zwei Pünktchen drüber. Denk an die Öffnung. Ich habe mit der Öffnung angefangen. Ich habe hier mit der Öffnung angefangen. Dies, die zwei sind die zwei Facetten, die du dir aus dem K3S herausdenkst. Wir können jetzt natürlich den in der Mitte durchstreichen, wenn wir jetzt hier ganz einfach unsere Spiegelung auf Griechisch nehmen. Diese Spiegelung auf Griechisch, jetzt haben wir das O und diese zwei Hälften sind eigentlich drüber gesetzt, die Wahrnehmung, die Genau. Quintessenz im Zentrum. Das E da drum haben wir über der 8, haben wir eine kleine Schlangenlinie drüber. Wo hier mein Folger ein bisschen auseinandergebracht hat, weil ich wieder Unvollkommenheit reingestellt habe, wo man nach Fehler suchen muss. Nicht sagen, das stimmt nicht und wegmachen, es stimmt alles, du musst das Fehlende dazu machen. Was übrigens dich automatisch zu denen hier findet. Die zwei werden immer wieder erwähnt, hier in der altgriechischen Schrift. Was sind die? Die Stimmdärchen. Ich meine, in Jakob-Lorber-Schriften nenne ich das die Globen. Die Stimmdärchen. Das Ja. stimmt. Schau mal,
die, wenn wir uns ansagen, was, solltest du zuerst einmal wissen, das Wort ist eigentlich schon sehr eingedeutscht, das heißt nämlich eigentlich Aiol-R. Wenn man die Lichtgeschwindigkeit, brauchen wir nochmal. Das sind die richtigen. Siehst du? Mhm. Da haben wir dann automatisch diese Tor-generierten, erweckten Existenzen. Hops. Du merkst, das System mit Holofeeling verknüpft, bist du in der Lage, alles, das sind jetzt wieder irgendwelche griechischen, das ist die sogenannte aeolische W, doppelt aufgespanntes Auf- und Abschwingen, ein Diaphabresch, sind erweckte, aufgespannte Existenzen in deinem Geist. Mhm. Ja, da geht es um den Dialekt. Ist schon Abfang. Ne? Das wäre jetzt jedes Wort für sich, immer dran denken, ist ein riesen Wissenskomplex, wo du und damit zwangsläufig die Menschheit, die du dir ausdenkst, gar nichts wissen kann, weil Menschen, die du dir ausdenkst, haben wir doch gerade festgestellt, existieren nur, wenn du sie denkst. Und du bist derjenige, der bestimmt, wie der Mensch, den du jetzt denkst, wie der ist und was er weiß und was er nicht weiß und ob er gut ist oder ob er böse ist. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, kannst du sofort überprüfen. Denk jetzt einmal, ich sage einfach nur das Wort Angela Merkel. Und jetzt schaust du das aufgrund für den Mond, was du für einen Menschen, für einen Charakter du dir ausdenkst. Dann Jesus Christus, Udo Petscher, Donald Trump, Putin. Kennst du die persönlich? Gut, den Udo kennen jetzt einige von euch persönlich, aber viele kennen den Udo nicht persönlich. Die konstruieren auch aufgrund von Ohrenbohrungen und Videos. Aber da haben wir immer wieder welche, die einen Daumen nach unten machen, die sagen, was ist das für Arschloch, was bildet der sich ein? Kann ich im Kopf eines Menschen anders sein, wie er sich mich ausdenkt? Jetzt ist aber die Schwierigkeit, ich könnte das mich einmischen, wenn ich der bin, der ich zu sein behaupte. Weil jeder, der mich jetzt ausdenkt, ich meine jetzt den Udo, der ist ja Gedanke, den ich mir ausdenke. Jetzt kommen wir wieder in dieses große Spiel der vier Seiten. Das hatten wir übrigens heute Morgen, aber lass uns da ganz kurz ausgehöhlt. Das heißt dann, HWH ist nicht mehr flach. Und dieses ganze Spiel muss man nicht wissen. Es würde reichen, wenn du dir einfach bewusst machst, was du selbst bist. Und jetzt, weil ich den gerade noch offen habe, ich springe mal in die Gallup ein. Da haben wir ja wieder den OB, siehst du denn? Mhm. Unser Gallups. Genau. Auf den habe ich ja angesprochen. Der ist ja ganz nett. Da geht es jetzt um die Viren, um Corona. Wir sind jetzt einmal zeitaktuell. Ich sage immer wieder, da kannst du jetzt das hersuchen. Das ist EB7, das beginnt bei EB1. Das sind diese Versuche, die hier 1918 gemacht wurden, bis jetzt zum 7. Experiment, wo hier schlichtweg, wohlgemerkt, jetzt ausgedacht, bewusst ausgedacht, hat er auch aus das Buch heraus, diese Gallups-Weiß, Island ist übrigens Ei, das ist der Schöpfergott, die Wellen des Schöpfergottes UBs, das in keinster Weise nach an der größten Grippeepidemie, die über Amerika gegangen ist, 1918, jetzt habe ich aus das Geschichtsbuch heraus. In der Vergangenheit war nie was. Wir denken uns das jetzt aufgrund von Worten aus, wenn wir dieses Buch lesen. Dass da Versuche gemacht wurden an den größten Universitäten in Amerika und die in diesen Versuchen festgestellt haben, das ist eine Märchengeschichte, dass in keinster Weise es möglich war, irgendein durch Tröpfchen oder anzustecken. Und es wird vollkommen ignoriert. Nach heutigem Stand des Wissens ist es einfach alles nur Lüge. Wer bestimmt, was stimmt und was nicht stimmt? Und ich sage, das interessiert uns bei Holofeeling nicht. Es geht bei Holofeeling nicht darum, ob was stimmt oder ob es nicht stimmt, sondern es geht darum, was ist jetzt da als Reizauslöser und wie verändert sich deine Information aufgrund deiner Reaktion? Formst du ständig deine 200 Gramm rote Idiom? Und da ist ein arithmetisches, sprachliches System im Hintergrund, abhängig, wie du Worte auslegst. So, und das ist jetzt so das Endwort, weil das wieder passt, den wir uns jetzt aufgrund dieses Pixelmännchens ausdicken, dieser Samuel, der Prophet Samuel, wie ich ihn nenne, Eckert übrigens, wir kommen auch von dem Eck nicht weg, wenn es den jetzt geben sollte, so wie du dir den als normalen Menschen ausdenkst, macht er den Fehler, den alle machen, er versucht seine ausgedachten Menschen von irgendwas zu überzeugen. Ja. Es ist vollkommen sinnlos, dass du irgendeinen Gedanken, den du dir denkst, von irgendwas überzeugen willst. Er wird es nicht verstehen. Auch wenn er als sinnlich real wahrgenommene Information in dir auftaucht, optisch auf deiner VR-Brille. Du wirst einer vergänglichen Erscheinung nie erklären können, was Ewigkeit heißt und was Heiligkeit heißt. Das kann nur der verstehen, der die Möglichkeit hat, heilig
selbst heilig zu werden und zu sein, was er ja schon immer ist. Mhm. Er hat nur vergessen, was er ist, weil er sich mit einem Gedanken von sich verwechselt. Und das bist du. Und jetzt hören wir uns den ganz kurz an, dieses schönes Schlusswort jetzt, dann kann ich das Bild wieder wegschalten. Die Wahrheit ist stets vor Augen. Ist der Ton da? Ja. Die Wahrheit ist stets vor Augen. Und jetzt ist es, jetzt muss ich jetzt, das wollte ich eigentlich machen, das Auge ist im Hebräischen Ayin. Das ist das hebräische Wort für Auge. Jetzt habe ich wieder verkehrt tippt. Langsam. Ja. Das ist das hebräische Wort für Auge. Quelle. Dasselbe Wort heißt auch Quelle. Das sind die zwei Nachschläge. Nachsehen im Buch. Ich muss da nachsehen. Ja, prüfen, studieren. Egal, welches Buch du mir zeigst, ich zeige dir 1000 Bücher, wo was anders behauptet wird. Ich muss das prüfen und ich muss das studieren. Wie prüfe ich etwas, wenn ich es empirisch überprüfen kann? Alles andere sind eh bloß Gedanken, die ich um mich herum verstreue. Wenn ich es realisieren kann. Und du kannst alles realisieren, was du glaubst, das unabhängig von dir da außen ist. Bist du checkst, dass du nur das realisieren kannst, was dein Programm hergibt. Im Anfang war nicht eine Welt, die unabhängig von dir da außen existiert, dann brichst du nämlich das zweite Gebot. Ich betone nochmal, du brichst das zweite Gebot. Das macht jetzt dieser von uns ausgedachte Samuel. Das erste brichst du sowieso, weil du dir einen Gedanken von Gott machst, nämlich von dir selber, ein Bild. Und das ist jetzt, das da mal hier, einzeln gelesenes AI, ist ein Trümmerhaufen von Existenzen. Gut. Jetzt machen wir da noch einen kleinen Sprung dazu. Ich mache jetzt hier, wenn ich das Augen, die Mehrzahl, AGN, sind wir wieder bei unseren polaren Ecken. Jetzt weißt du, wieso die Augen polare Ecken sind. Das habe ich versucht, wenn du ein bisschen das immer wieder anhörst mit dem Blickwinkel. Das ist passiert in den Ecken selber. Und das absolute mittelste Eck ist dieser Tetraeder, weil wir da vier Seiten, vier Ecken dafür brauchen. Ja. Das sind die zwei Retinas der Augen, sind nämlich vier Ecken. Und die können wir dann so anordnen, dass du Symbolik dazu kriegst. Okay? Aber jetzt, ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Im Hebräischen gibt es drei verschiedene Arten, eine Mehrzahl herzustellen. Es gibt eine sogenannte männliche Mehrzahl. Da hängt man JM dran, im, was auch das hebräische Wort für mehr ist. Dann gibt es eine weibliche Mehrzahl, da hängen wir Ort dran, das sind die aufgespannten Erscheinungen. Und dann gibt es etwas, was wir im Deutschen nicht haben, das ist eine sogenannte Dualendung. Schau das kleine Bild an. Die Dualendung bezieht sich, ich sage jetzt einfach, die zwei Augen, die Mehrzahl vom Auge sind die zwei Augen, das schreibt sich Ein, Im. Ich spreche es mal so aus. Die zwei Ohren sind Ohr ist Osen, das heißt auch ins Gleichgewicht bringen, dasselbe Wort. Und Osen im sind die zwei Ohren. Dieses Ein im. Was du jetzt gleich merken, wo ich dich hinführe? In Zapat. Das sind jetzt die beiden Augen. Siehst du die zwei Augen mit der Mehrzahlendung? Ja. Z, Waf, I, können wir jetzt das Elef als Alef schreiben, dann hast du die Geburt eines doppelt aufgespannten Schöpfergottes. Und das passiert in den polaren Ecken. Wir wissen das, aber was ich jetzt neu mache, was der Redo auch nicht weiß, dass wir von jetzt erst einmal den Trümmerhaufen haben, das Ei. Den schauen wir uns nochmal an. Das ist auch eine, da gibt es nochmal andere Wörter für Trümmerhaufen, zum Beispiel ein TL. Ein Trümmerhaufen, immer dran denken, unser Gall heißt zum einen Valley und auch Teilchen, eine Haufe. Wir haben dann nochmal einen, das ist TL. TL ist nämlich auch ein Trümmerhaufen. Eine Haufe, ein Hügel, jetzt haben wir schon H-U-G-L, wie eine Welle. Ein Erdhügel, ein künstlich aufgeworfener Erdhügel, ein Ruinenhügel. Das ist zwei Sachen, die sehr wichtig sind, wenn wir die miteinander kombinieren. Aber was uns jetzt mir eigentlich geht, ist diese Im-Endung. Nee. Die Existenz des Meeres, kann man das übersetzen. Leicht schlafen. Und das ist was jetzt, das? Das führt uns zu die Kapillare, ja. Zu die Fasern. Und das heißt schlafen, schlummern, leicht schlafen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du das jetzt analysierst, das Wort, da müssten wir jetzt erst einmal schauen, in dem Kapi ist schon das kaputte Haupt mit drin. Das Kapital, das durchbringende Verbrechen und die Faser. Jetzt können wir natürlich jetzt schauen, was heißt Faser auf Hebräisch, aber ich fange immer am besten beim Deutschen an.
eine Faser, das ist ein Spiel, das kannst du mit dir selber spielen, ein Faden. Facettenschöpfung ist immer eine geöffnete Existenz. Ähnliches feines, dünnes G, E-Quadrat ist im Kind erweckt, wahrgenommen. Das ist, wird im Kind wahrgenommen. Deine deine Wahrheiten sind deine Wahrnehmungsheiten, so nenne ich das. Und zwar von unterschiedlicher Länge. Wir haben doch gesagt, das hast du in Ecken versetzt, Strecken. Aus SDR-Ecken, aus Strecken. In Ecken, die meist extrem versponnen sind. Und versponnen werden. Drum ist der fadenförmige Metallstahl organischer körperchemisches G-Rundmaterial für Spinnereien. Sind nicht deine ganzen Sachen, die du um dich herum verstreust, deine eigenen Spinnereien? Die Wellen sind Innereien. Ja. Die Innereien wiederum, die Innerei führt dich, ich könnte jetzt das ewig weitermachen, die führt dich dann letzten Endes, führt dich die Innerei zu deinem Geist, der aufgespannt wird. Das sind nämlich dann dein Bauch, die Eingeweiden, das Innere deines Körpers, das nennt man hier normalerweise hier das Eingeweide, das sind deine Innereien. Aber das GE-Quadrat ist mein DE, mein aufgespanntes ja, E470 gelesen. Übrigens hier, gell? Spiegel, Spiegel. Ja. Was mir jetzt eigentlich, worauf ich jetzt hinaus will, bei den Niem, nicht auf die Kapillaren, auf die Phase, sondern auf die Schlummern. Schlummern. Leicht, leicht ich, ein auseinandergeschmissenes Ich fängt an zu schlafen. Etwas unbewusst vor sich hinträumen. Das vor sich hinträumen führt uns dann praktisch hier zu unserem Chasa. Schaut, es sieht fast gleich aus. Das ist das hebräische Wort für die Brust. Das hast du auch im Geiste sehen. Denk an den Brustkorb. Da ist in der Mitte, wir Mediziner nennen das dann hier den Thorax. Thora ist die hebräische Bibel, die fünf Gebote Mose, die fünf Bücher Mose. Thorax X. Oder. Und unser Hasa, minimale Veränderung, die Kollektion wird nur zu einem He gemacht und jetzt kriegst du das Wort für Fantasieren, Wachträumen, etwas vor sich hinträumen, der Dachtraum hast du es im modernen Wörterbuch. Das ist übrigens, dass du jetzt in vielen Wörterbüchern dieses Niem als Ding an sich nicht, wenn du ein Langentscheid oder so, das ist im Langentscheid ist es so, moderne Wörterbücher, Neuhebräisch heißt es schlafend. Die Grundradix, man findet das also hier, ab einem gewissen Zeitalter wird es dann als Schlafen mit übersetzt. Wichtig ist hier das Schlummern. Das Schlummerland haben wir doch hier, unseren Chipkopf. Ich sage die Märchengeschichten, glaube ich auch nicht, dass ich einen Zufall zulasse. Es gibt nichts, was in dir auftaucht, was nicht zum Heiligen Ganzen gehört. Genau. Fällt dir da was auf, Redo? Was passiert jetzt, wenn wir das hier hebraisieren? Das beginnt erst einmal mit Chinel. Du landest in Shalom. Das ist das einmal, das Chinell wird normal als Fehler übersetzt, wenn du dir was ausdenkst und dann beginnst du ein Vergehen, eine Vermessenheit von dir selber, wobei das eigentlich hier im Hebräischen ein Herausziehen, ein Heraus, ein Erbeuten, ein Berauben, was man halt so macht als normaler Kapitalist. Ja. In einer unendlichen Scheinheiligkeit von Menschenfreundlichkeit bis hin zu der Medizin, der Krankheitenerfinder. Dass also dieses Shin-El, da wird es jetzt wichtig, wir brauchen hebräische Grammatik. Du kleiner Geist, bist noch ein übender kleiner Gott, dem sein logisches Licht Shin-El blau gelesen, gehört uns, zu uns, von uns aus, in einen sogenannten grammatikalischen Partikel des Genitivs. Das steht im Langentscheid übrigens bei Shin-El drin. Ein Partikel des Genitivs sind die Partikel des persönlichen Besitzes. Aber es ist es nicht dein logisches Licht, diese Logik, die du benutzt, diese Lichtschatten, die du aus dir herausstreust? Aber wir können das natürlich rot machen, dann wird das das Logoslicht und dieses Logoslicht, ihr Logoslicht, ein M hinten dran gehängt, ist die Kurzform von Shalom. Es ist aber das erste Mal, wenn wir das jetzt machen, wird im Hebräischen das natürlich der Zahlmeister. Ich sage, abgerechnet wird immer am Schluss. Für jeden meiner, den du schwörst, ich mache dich zum Richter über alles und jeden, was du dir ausdenkst. Du bestimmst zuerst einmal, wie was ist, was du dir denkst, qualitativ. Du bestimmst, wie was funktioniert, immer in Maßsetzung einer Logik, die du sagst, es ist deine Logik, die du dir nicht raussuchen konntest. Stimmt oder stimmt? Ja. Da ist im Verborgenen, ist da der 144. Adam mit drin.
Begleichen und bezahlen. Ich mache dich jetzt zum Bestimmer über alles und jeden. Du darfst jetzt bestimmen, was für einen Charakter der Mensch Udo hat, den du dir jetzt ausdenkst. Du bestimmst, welche Motivation ich habe, warum ich das mache, was ich mache. Ich sage dir, was meine Motivation ist. Meine Motivation ist, dass ich weiß, dass ich eigentlich du bin. Ich bin der, der du auch jetzt zu sein glaubst, ausgedachterweise. Und alles, was du einem anderen tust, habe ich ja mal gesagt vor 2000 Jahren, tust du dir selbst. Das heißt, in dem Bücherregal, in meinem symbolischen, sind unheimlich viele Lebensgeschichten. Eine Lebensgeschichte davon ist die, die du jetzt durchlebst. Und wenn du jetzt anhand deines fehlerhaften Charakters irgendeinen bescheißt, bist auch du derjenige, der das Buch liest, wo du der bist, der beschissen wird. Mhm. Und wenn du da natürlich immer jede Seite, jedes Ding, das du anschaust, immer bloß jetzt, das kannst du dir noch nicht vorstellen, aber es ist einfach so, dass wenn du jetzt ein Bücherregal hast und du fängst an, diese Romane zu lesen, muss dir klar sein, dass du jedes Wort, egal welchen Roman, welche Seite du aufschlägst, immer jetzt denkst. Ja. Und aus dem Wort, das du jetzt denkst, magst du jetzt wieder eine Vorstellung, wo du deine Informationen umfasst. Das kannst du überprüfen, das ist hundertprozentig sicher. Ja. Und dass in dem Moment, wo du an was Gutes tust, du derjenige bist, dem du das tust. Ja. Das sind die zwei. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden Einzelnen. Richterspruch, den du tätigst, im Positiven wie im Negativen, verstrecke ich an dem, der du letztendlich dann irgendwann einmal, kann er dir genau sagen, wann hier und jetzt auch sein wirst. Also du wirst dich hüten, irgendeinem was Böses zu tun oder den zu bescheißen. Ja. Ob ich einem was Gutes tue, wenn ich dem Geld gebe, zum Beispiel, wenn einer bettelt, ist eine andere Frage, dass ich sage, lass es, das ist bloß ein KI, weil wir jetzt nämlich immer zwei Sachen haben. Wir haben bewusste Geister, und wir haben KIs. In unserem Videospiel ist es immer, hast du einen Singleplayer-Modus, musst du auf gar keinen Acht geben. Dann machst du am besten einen Ego-Shooter und reizt alle ab. Dann kannst du jetzt sagen, okay, der ist ja total unmoralisch. Dein Problem ist die Moral. Da bin ich so oft drauf eingegangen, wir haben wieder so ein schönes vordersprachliches Wort und das heißt Maser. Genau. Und jetzt pass auf, das ist das hebräische Wort für Ethik und Moral. Moral können wir jetzt gleich schauen, hat sehr, sehr viel zu tun mit Tradition. System von geschichtlich gewordenen, gesellschaftlich bedingten, sittlichen Grundsätzen. Jetzt war aber in der Vergangenheit nichts. Das heißt, wenn wir uns jetzt Juden ausdenken, dieser Hostpilatismus, auf den ich immer wieder anspreche, die ihre Traditionen, ihre Uniformen anziehen, wenn sie an der Klagemauer stehen und hier ihren Kopf abschütteln oder mit jenen buddhistische Kloster, die sich in dunkle Zellen einspannen und von morgens bis abends irgendwelche Sanskritformen runterpredigen. Das ist Moral. Und wenn du, das ist ein Virus, das ist der eigentliche Virus, den du dir eingefangen hast, ist deine Tradition. Drum ist dieses Wort Moral deine Vorstellung von Ethik. Ich wiederhole nochmal, Holofeeling hat nicht das Geringste damit zu tun. Es erklärt dir nicht, was richtig oder verkehrt ist, sondern was beides gleichzeitig gedacht ist, nämlich was vollkommen Neues. Und es erzählt dir nicht, was moralisch oder unmoralisch ist. Moral, das Wort Moral, dieselbe Wort heißt Angeber. Moralisten sind Angeber, weil sie ganz einseitig bestimmen, was richtig und verkehrt ist. Und sie sind Ahnschwatzer. Sie schwatzen jeden an, der nicht ihrer Meinung ist. Sie denunzieren jeden. Moralisten sind ganz normale Menschen. Das, was du bisher unter Menschen verstanden hast, wir haben aber zwei verschiedene Menschen. Wir haben Medim, die Leute, die Toten, die ihre Toten begraben, einfach nur gestaltgewordene Erscheinungen in dir, kann man natürlich rot machen, dann ist es das Meer, der immer ist, das bin aber ich und du. Ja. Das sind auch die Kriegsleute. Die leben den Toten, lass die Toten ihre Toten begraben und jetzt haben wir wieder unsere Mehrzahlendung. Dann kriegst du die Leute, die Menschen. Sterben, tot sein, ich erwähne das immer wieder, das hebräische Wort für Mensch, der Enosch, das ist, das rauscht an dir vorbei. Es ist gefährlich. Es gibt kein gefährlicheres Tier wie den Kapitalisten in deiner Welt. Und die sind hoffnungslos, heillos, unheilbar krank. Und wir haben unseren Adam. Das bist du. Du träumender Geist. Du bist Adam und bist Jahwe. Und der Zahlmeister, wir waren beim Zahlmeister, ich bin der große Zahlmeister. Ich zahle dir das aus, was du verdient hast. Du musst es begleichen.
Da haben wir wieder die Leichen. Kannst du dich erinnern an unser BG? Die Polarität im Geist? Genau. Mhm. Du musst das bezahlen und dann haben wir das Ganze intakt. Das führt dich zu unserem Brei wieder, zum Brei, dem Puls, ein Schlagen, einen Brei schlagen, hin und her schlagen, hin und her schlagen. Du wirst dabei aber immer unversehrt bleiben. Das ist jetzt das positive Vollständigsein. Ja. Das ist nämlich, schau mal, das sind jetzt die jüdischen Übersetzungen für das. Das ist einmal das, die negativen Sachen. Jetzt kommt das Dankopfer. Du wirst mir unendlich dankbar sein, dass ich in dir auftaucht bin. Ich sage immer wieder, du hast keine Vorstellung, wie unendlich klein ich mich jetzt herablasse, als Brösel Udo, als Brösel in deinem Traum in Erscheinung zu treten. Ja. Als Brösel und der Brösel. Aber der sich jetzt herablässt, Herr ist UB, der erkläre, dass du eigentlich ich bist, wenn du vom Sohn zum eigenen Vater geworden bist. Ich bin du und du bist ich. Und wir sind vollständig, unversehrt, ganz vollkommen, vollzählig, friedlich und freundschaftlich in uns selbst verbunden. Frieden. Als Brösel bist du nur eine Frucht von Eden des Paradieses. Du hast es in der Hand. Die ganze Zeit die Unversehrtheit. Und wo war mir Ausgangsbasis? War Shalom. Hm. Schlumm. Schlimm. Der Friede, das Gedeihen, die Unversehrtheit. Das ist doch unser Schlummern, unser Niem. Ja. Schlummern. Da steckt es drin. Das ist das Schlummern. Das ist die Voll, wenn du in Gottes Himmelbett schlummerst. Beet ist Haus. Beet, TTP. Leicht schlafen. Übrigens ein sehr leicht gesteckter Hohlraum. Ein Kapillar. Ich nenne immer die Kapitalisten Hohlköpfe. Die wissen aber nicht, was HBH heißt. Es ist ein Lichtraum, den du um dich herum aufspannst. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist GE Quadrat im Kind, die Energie. Rot gelesen jetzt. Das ist Schlummern und Licht schlafen. Und etwas träumen. Spiegelraum. Ja. So, wenn wir jetzt dieses, können wir jetzt natürlich auch mit einem Ayin machen. Das ist jetzt auch, spricht man auch Ayin aus. Bloß nicht mit der 70, sondern mit dem Aleph, dann ist es nichts. Jetzt kommst du in das absolut Nicht-Existierende, das Ayin Nicht-Sein. Bewusstsein, S-Ayin heißt Bewusstsein ist Nicht-Existierend. Es kann nicht existieren, es kann aber alles, was existiert, entspringt aus diesem Creatio ex nihilo, aus diesem Bewusstsein heraus, das wir beide sind. Ungefähr mein Beispiel dazu ist, wir sind am Projektor, wieder die Lichtstrahlen, die wir aussehen, die gar nicht da außen ablaufen. Das ist eine von vielen Metaphern, wo ich dann umdrehe zu einer VR-Brille. Und du bist als Geistesfunk die Lampe, wo du viele Filme, viele Leben abspielen kannst, ohne dass sich irgendwie an dir irgendwas flackert. Und ich bin dann die Energie, der Formbücherregal, der dich brennen lässt. Okay? Klar. Wir waren nur hier. Hör nochmal zu, was er gesagt hat. Die Wahrheit ist stets vor Augen. Aber die Augen sind die Becken. Das ist in einer gewissen Entfernung vor Augen. Es ist in dir drin. Die wirklichen Wahrnehmungseinheiten sind deine Informationen. Mhm. Deswegen müssen wir die Gesetze des Lebens kennen. Stimmt oder stimmt? Ja. Habt ihr einen Ton? Ja. Wir müssen verstehen, wie der Mensch funktioniert, wo der Mensch beginnt, wo der Mensch endet. Was für ein Mensch meint er? Meint er in Adam? Mhm. Der beginnt im Jetzt und endet im Jetzt. Der blaue Mensch, der Enosch, beginnt in einer jetzt ausgedachten Vergangenheit, wo er geboren wird und er endet als Kreis. Nicht, wenn er sich zerstört, sondern wenn er begreift, Gerei es, wenn du ein geistiger Spiegelbewusstsein geworden bist. Das ist der Kreis. Dann erkennst du, dass du schon im Meer dieser geistige Spiegelbewusstsein bist. Ja. Und jetzt wandelt sich das, ich sage jetzt, der Fetus, der Ivri, das ist das hebräische Wort, der Embryos, der Fetus, wandelt sich jetzt, der Ivri, das ist der Hebräer in dir. Verbrecher. Der ältere Bruder des Deutschen oder die jüngere Brüder, je nachdem, von welcher Seite wir uns das anschauen. Jetzt sind wir plötzlich hier die 8, die große Kollektion in uns, wo sich, das sind die 4 Phasen vom Einheitskreis. Mhm.
Das ist so eine Physik, deine Welt weiß nichts davon, erwartet es nicht. Du musst der Erste sein und dann kannst du dir welche ausdenken, wo du das hineindenkst. Und darum sage ich jetzt, die Ivri sind die Hebräer. Und wenn man jetzt der Existenz das dran denkt, die Ivrim, denk an den Hospitalismus, die meinen, sie sind hier diejenigen, die hier definitiv die einzige Wahrheit vertreten. Das sind Gesetzesverletzer, die eigentlichen Gebote verletzen, die sind Verbrecher, die brechen auseinander. Sobald ich schon sage, ich Geist bin Hebräer, ich bin Deutsche, ich bin Türke, bin ich schon auseinandergebrochen, ich bin so ein Imasch geworden, mit dem ich mich verwechsel. Ja. Nach der von Gott angeordneten Vernichtung des eigenen materialistischen Fehlglaubens ist man kein unbewusster Ivrim mehr, kein Hebräer mehr, sondern ein erwachter Ivri, sondern ein bewusster Geist, der seine Matrix überwunden hat. Ja. Dann bist du das Zentrum und dein neuer Körper ist jeder Gedanke, ist letztes Selbstgespräch oder vorletztes, jeder Gedanke, den du denkst, ist eine Facette deines Körpers. Du kannst sagen, ich bin das Internet, jede Internetseite, jede Kleinigkeit in dem Internet ist eine Facette von mir. Ja. Meine parallele Internet mit dem menschlichen Körper. Und dann sagst du nicht mehr, das will ich nicht und das will ich nicht und das gehört weg und das gehört weg und dann werde ich heil. Dann wirst du bloß gesund und ich lasse dich wieder krank werden und dann wirst du wieder gesund und ich lasse dich krank werden, weil du noch chronologisch denkst und weil du nicht allumfassend die absolute Liebe geworden bist. Du musst vor nichts Angst haben. Was ihn gesund hält, was ihn krank macht. Er muss wissen, was ihn gesund hält und was ihn krank macht. Er ist voll im chronologischen Denken. Das nicht wissen, tappen wir im Dunkeln und versuchen nur Phänomene zu erklären und rennen immer irgendeiner Idee hinterher, einer Theorie, bauen eine Theorie auf der anderen auf und im Endeffekt kommen wir nirgendwo hin. Und schöner als es die Süddeutschen neulich... Du kommst nicht nirgendwo hin, du bist das, was die Menschen das absolute Nirgends nennen, das ist das ewige Hier und Jetzt. Jetzt. Das ist das Zentrum der absoluten Heiligkeit. Wir machen keine Religion, keine Esoterik, er ist sehr christlich, er bekämpft Feindbilder, er will die Menschen aufklären, wenn du dir die wirklich anhörst. Von ihm wiederholt er sich, er will Gedanken von sich erklären, weil er die eigentlichen Gebote auch bricht. Es beginnt mit dem Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drum auf Erde. Wo sind diese Kirchen, die katholischen Bischöfe, der Papst? Was ist mit meinen 10 Gebote? Ja. So nur heiße Lüfte sind, mach geile, keine Schuldzuweisung. In dieser Geschichte musst du erkennen, dass es einfach nur mach geile alte Männer sind, die vom Duden keine Ahnung haben. Insider verstehen und lost. Da wissen sie sehr viel. Das sind alte Männer, die vom Duden keine Ahnung mehr haben. Das hatte ich jetzt wieder meine schmutzige Ironie. Was ist schmutzig? Dreck, der Eck, eine Generation in einem Eck. Eine von 5 Facetten, die ich mir jetzt ausgedacht habe, die als Substanz in der Ewigkeit, in unendlich vielen, da ist. Du kannst dir unendlich viele Sachen in dir erschaffen. Du wirst auf der höheren Ebene aber nicht mehr irgendwie, was du jetzt siehst, wie ich immer sage, wenn du die Matrix 1 verlässt, das ist wie ein Kind, das noch Sachen will, ein neues Auto, das sind Sachen, die du gar nicht haben wolltest. Mein Zungenpiercing-Beispiel, vor 25 Jahren habe ich das schon erzählt. Ja. Wenn sie sich junge Menschen jetzt mit Tattoos zupflastern, das tut unheimlich, ich sage immer wieder, als Ego, dein Ego wird aufschreien, weil du weißt ja, was schön ist. Du hast keine eigene Meinung. Deine Meinung ist die Meinung deines Umfeldes. Du hast dich vollgesogen wie ein Schwamm mit unendlich viel Dreck. Das ist so weit weg von der Heiligkeit. Ja. Auch was gesund ist. Es wird sich für dich das in dir realisieren, was du glaubst. Jetzt haben wir übrigens in unserem, was mir gerade in den Sinn kommt, in unserem Selbstgespräch, ich glaube, der Gerald oder der Gernot, die hatten das ja, wenn ich jetzt mir das ja denke, meine Sache, wenn ich glaube, dass das Zwitschern da außen Vögel sind, und ich sehe dann einen Vogel, es kann ja sein, dass da irgendein Lautsprecher zwitschert und da kein Vogel ist, wenn sich doch das realisiert. Ich sage, du vergisst, dass das 16 Seiten sind. Das meiste realisiert sich, aber es gibt immer wieder Sachen, wo du dann was passiert, wo du überhaupt nicht damit gerechnet hast. Das sind Schicksalsschläge. Und da möchte ich jetzt ganz, ganz kurz, ich sage jetzt zu meinem Michael, es gibt viele verschiedene Michaels, ich meine einen ganz bestimmten Michael. Wenn du all die Selbstgespräche anhörst, habe ich gesagt, das eigentliche göttliche Geschenk ist eine Krebsdiagnose. Der Sechser in Lotto ist eine Arschlochkarte, weil das lässt dich voll wieder in die Welt reintreiben und du schiebst dein Problem bloß vor dir her. Das ist wie Helene mit dem Doni. Ja. Der Doni ist jetzt ich.
Danke. Und der Weg bleibt dir als Brösel nicht erspart. Und solange du dich am Leben halten willst, körperlich, lasse ich dir diesen Körper, das habe ich am Anfang des Gesprächs gesagt, weil ich mich nicht einmische. Ich drohe auch nicht, ich bin Liebe. Ich warne dir, das ist der Preis der Freiheit. Ich zwinge dich nicht, dass du anders denkst, wie du zurzeit denkst. Ich weise dich nur darauf hin, dass du die Freiheit hast, anders zu denken. Du hast die Freiheit, jeden Reizauslöser, der in dir auftaucht, jedes Wort anders zu definieren als Vorstellung, wie du es zurzeit in deiner extremen Einseitigkeit definierst. Ja. Das führt den Heilungsprozess ein. Lassen wir uns nochmal weiter. Ich formuliert hat in einem Artikel von 2010, wo sie sagt, es ist erstaunlich, wie wenig die Medizin gelernt hat im letzten Jahrhundert. Die Medizin? Die Politik? Ja, habt ihr denn von eurer Vergangenheit überhaupt nichts gelernt? Ihr Linksfaschisten? Jetzt, ich habe auf das letzte Anstalt, darum kann man, wo sie über die CDU jetzt herfahren, dass die ganzen Politiker nur in den Vorständen drin sitzen und Geld abschnappen und Lobbyismus betreiben in der CDU, CSU, das nicht mehr besser geht. Das war zurzeit, wieso ist das zurzeit auch das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf? Weil das voll linksorientiert ist. Jetzt sind die Grünen am Machen. Genau. Wer das steuert, da außen ist keiner, der das steuert. Ich halte die Fäden in der Hand. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass man ganz massiv über die Rechten herzieht. Das ist die extreme Einseitigkeit. Und die merken gar nicht, dass die eigenen Spiegelbilder sind. Mit dem ganzen Corona-Wahn, mit dem ganzen Schwachsinn. Hör dir das an, das ist altes Wissen. Und umso mehr du in die Vergangenheit gehst, in die Heiligen Schriften, kriegst du wesentlich mehr Weisheit. Es gibt nichts Geistloseres wie die moderne Naturwissenschaft. Es ist der pure Entgeistigung des eigenen Geistes, des eigenen Bewusstseins. Ich bin ja ein sterbliches Säugetier. Du bist ein dummer Affe. Nicht meine Meinung. Ich erkläre dir, dass du Geist von meinem Geist bist. Und solange du dein Affendasein am Leben halten willst, wirst du auch Affe bleiben. Mit allem, was dazugehört, weil du geistlos alles nachäffst, was dir logisch erscheint. Aber diese Logik hast du dir nicht rausgesucht, diese urteilende Logik. Wenn ich immer sage, jede Kritik, die irgendein Affe in deinem Traum äußert, sagt nichts aus über das, was er kritisiert. Es sagt alles über die Einseitigkeit seines eigenen Intellektes aus, über seine einseitigen, die Unvollkommenheit seiner Logik. Mhm. Bezug auf Krankheiten und Übertragung. Das müssen wir uns fragen. Diese Fragen müssen wir uns stellen. Denn die Bibel spricht ein anderes Wort. Punkt. Die Bibel redet über Gesundheit im ganz anderen Kontext. Falsch, ich rede über Heiligkeit. Mhm. Aber das führt dich dann wieder zu unserem Brief, sondern unsere 13, die Heilung, das ist die Zeichen, da musst du die Vordersprache verstehen, Kleiner. Und der, den ich mir jetzt ausdenke, der wird es nie verstehen. Mhm. Außer er hat im Hintergrund einen Geist, dann müsste die Holofeeling in den auftauchen. Aber das, wenn so sein soll, dann wird das passieren. Genau. Ich kann euch eins sagen, und das ist mein Lieblingszitat. Bleib fröhlich, denn ein fröhliches Herz schenkt Heilung. Und ein betrübter Geist vertrocknet die Knochen. Nie war dieser Satz wichtiger als heute. Wir wollen der Sache weiter auf den Grund gehen. Die nächste Serie wird kommen, auch viele Statistiken und die versprochene Serie über den Kontext der Bibel, dieser Krise in der Weltgeschichte, im Zeichen dieser Zeit. Was sagt die Bibel und sonst nichts? In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Alles Gute, bleibt weiter fröhlich, bleibt zuversichtlich, bleibt mutig. Das Problem ist halt, und ich würde jetzt empfehlen, such dir das her, die 7, die anderen eventuell auch, da wiederholt sich am Anfang genau diese Experimente. Und solange du Bibel chronologisch auslegst, solange du das erste und das zweite Gebot bringst, solange du meinst, du könntest Medim oder Enosch irgendwie am Leben halten, hast du von der Bibel nichts verstanden. Solange du hier den blauen Menschen, das eigene, es ist halt in der deutschen Übersetzung, wenn ich die lese, ist Mensch, Mensch. Ich sehe nicht, ob da hier, oder Menschen, ich sehe nicht, ob da der Adam steht oder ob da Enosch steht. Ja. Das sehe ich aber im Kontext. Genau. Wo sind deine Theologen? Die öffnen genauso nach wie die Physiker. Genau. Das hat nichts mit Rechthaberei zu tun. Und mich interessieren die Menschen, die du dir ausdenkst, in keinster Weise. Und dann doch wieder, weil dann wäre ich einseitig. Mhm. Das ist jetzt, wie lange kennen wir uns, wenn ich jetzt sage, ich bleibe jetzt auf einer reinen Brösel-Ebene, diese Programme, die jetzt hier auf dem Bildschirm sind, die du siehst, das sind Gedanken von dir, die nicht existiert haben und in der Vergangenheit nichts getan haben. Das ist der erste Schlüssel. Das ist mir wichtig, dass du in den Mittelpunkt kommst, dass du wirklich weißt, ich bin ein träumender Geist. Mein alles, was existiert, ist hier und jetzt in meinem Kopf, entspringt aus einer Datei, die ich zum Denken benutze. Das sind die Daten, die ich zugreifen kann. Und das sind Momente.
ein Haschen nach dem Wind, Nichtigkeiten, alle Sinnnichtigkeiten, alles wiederholt sich. Ich lese den Prediger und den Kolleg. Es gibt eine Zeit, eine augenblickliche Erscheinung zum Schlafen und eine zum Wachsein. Es gibt eine augenblickliche Erscheinung zum Arbeiten und zum Ausruhen, zum Kranksein und zum Gesundsein. Es gibt eine augenblickliche Erscheinung, die Sonnenschein, und es gibt eine, die ist Regen. Es gibt eine, die ist Wachstum und die ist Zerstörung. Bis ich begreife, dass das im selben Moment passiert. In dem Augenblick, wo was Neues in mir auftaucht, wird automatisch was zerstört. Ja. Evolution, Revolution. Und eine Revolution in eine neue Einseitigkeit und den Rechten vorwerfen, dass die nichts gelernt hätten, es ist das Spiegelbild von denen, die ihnen das vorgeworfen haben. Und die jetzt meinen, sie sind Mainstream-hörig. Das sind all die, die ihre Masken aufsetzen, dass ja nichts an ihren Scheißdreckskörper hinkommt. Die kriegen von mir ihren Körper bis in alle Ewigkeit, vorausgesetzt, hinter diesen Masken steckt ein Geist. KIs sind weg. Mein berühmter Calvinismus. Kommen wir nach dem Leben in Himmel oder in die Hölle? Schon wieder Einseitigkeit. Wieso willst du nicht ins heilige Ganze? Und ich sage, die Menschen, die du dir ausdenkst, ich betone nochmal, im Calvinismus, auch eine Glaubensströmung, überall ist Wahrheit. Wird zuerst einmal behauptet, dass das, was du als Mensch machst, überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wo du hinkommst, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Auch im Buddhismus. Und ich sage zuerst einmal, solange du bei einem Menschen an einen Trockennasenaffen denkst, der kommt weder in die Hölle noch in den Himmel, sondern der geht genau dahin, wo er herkommt. Der kommt aus dir heraus, sobald du in dir denkst, und der geht wieder in dich hinein, sobald du ihn nicht mehr denkst, in diese Einheit. Das ist das Universum. Das gilt für jeden Gag-Entstand, den du dir ausdenkst, überlegst. Das sind deine Gedanken. Ja. Das ist jetzt nochmal Holophilie. Amen. Immer in dem Geflacker zwischen einfachen Sätzen, die ich am Anfang mache. Und wenn du jetzt diesen Samuel Eggert nochmal anhörst, diese letzte Szene, wo ich jetzt gerade laufen gehabt habe, ganz genau zuhören, dann wirst du merken, die Problematik liegt in dem Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Du blickst es nicht, wenn ich immer sage, selbstverständlich darfst du dir was ausdenken, als träumender Geist zuckst du dir das eh nicht raus. Aber was du dir dann bewusst machst, wenn Geist da ist, dass egal was es ist hier und es ist jetzt, meine Information, die mit nächsten Gedanken sich umformt und die Art und Weise, wie sich meine Informationen verformen, in welche Richtung, jetzt muss ich schon wieder immer dieses Ausdehnen machen, ist eigentlich eine atmende Kugel, bestimme ich mit meiner Reaktion auf die bestehende Information. Das ist mein Klingeling-Beispiel. Ja. Und dass dein Leid, wenn wir jetzt zurückgehen, wieder 20 Jahre alte Selbstgespräche, mein Beispiel, wir sitzen jetzt auf der Bröselebene, erlebt, das erlebt ja nur ein Geist. So wie dieses Gespräch bloß einer lebt, aber aus verschiedenen Perspektiven. Mein Wildbeizahl-Beispiel. Was hast du auf deiner Farbbrille? Ich kann das als der eine Geist, der ich bin, kann ich genau sagen, wenn ich jetzt glaube, der zu sein, sehe ich jetzt das. Ja. Das ist immer wieder, da gibt es so viele verschiedene Facetten. Mhm. Das ist jetzt nur im Jetzt-Moment, was hast du für ein Bild auf dem Monitor? Es hat jeder, außer es sind Ehepaare, behaupte ich jetzt, Ritterprogramm und Jo-Programm, Martin-Programm sehen jetzt dasselbe Monitorbild, Redo-Diana-Programm sehen es, der sieht, bist du. Wenn du die Programme jetzt, wenn du das Redo-Programm laufen hast, siehst du was ganz was anderes wie die Ritter oder die Helene. Und du jetzt hast jetzt auch einen Monitor vor dir, du siehst wieder was anderes. Der schaut, ist immer derselbe Geist. Mhm. Das ist der vom Bücherregal, der die Bücher gelesen hat, der kennt jede Szene, das bin ich. Mhm. Aber das bist dann irgendwann einmal du, das geht dann noch weiter. Ich muss in dem Bereich bleiben, wo ich dir, wie ich immer so in Basic-Logik veranschaulichen kann, obwohl das Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen sind. Und du brauchst Neugier. Und die Neugier wächst in dir, wenn du zuerst einmal angstfrei wirst. Ja, was verlieren zu können. Helene, du musst es halt nach. Angst für die Zukunft. Sorge dich nicht um morgen. Hör doch einfach auf meine Worte. Und da kann der Udo dann 10 Mal sagen, versuche mal in 5 Minuten ein Glas Wasser zu trinken. Das geht nicht, es wird nichts passieren. Was passiert, passiert hier und jetzt in dieser Form. Und du klebst dich an irgendeinen Ärger fest.
Du statzt welcher Kleinigkeiten ab. Und ich mache jetzt noch zum Abschluss ein kleines Beispiel. Wir sind jetzt auf dieser Bröselebene und wir feiern irgendwie, wir grillen irgendwas. Und dann hörst du ein Geräusch und du denkst an dein Handy. Und dann gehst du an das Handy, du materialisierst dein Handy, du drückst drauf. Und dann kommt irgendwie einer, sagt, Fritz, du musst unbedingt ein Brot mitbringen. Und dann sagst du, was, Fritz, hier. Entschuldigung, falsch verbunden, klack, ist wieder weg. Das sind die Geräusche, die du gehört hast. Ja, falsch verbunden, du feierst weiter. Jetzt machen wir dieselbe Situation. Es klingelt, du materialisierst dein Telefon und dann ist Polizeistation, der bla 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 hat einen tödlichen Unfall gehabt. Es sind nur Geräusche, Worte an deinem Ohr von einem quäkigen Telefonhörer und jetzt schau, was dann in dir abgeht. Und du hast, solange du kein Bewusstsein hast, hast du keinen Einfluss drauf, du bist ein träumender Geist, du musst auf Gedeih und Verderb das erleben, was dein Programm aus diesen Worten macht. Stimmt oder stimmt? Ja. Und du sollst der werden, der das beobachtet, ohne das, wie du werdest und was du magst, dich einzumischen. Ja. Die Verwandlung ist schon da, wenn du begreifst, ich schaue meine Informationen an. Mehr ist es nicht. Und es ist immer nur das da, was jetzt da ist. Mhm. Und da geht es dann nicht darum, dass man irgendwas festhält. Dann wiederholst du, dann bist du täglich Christus mal mit dir. Dann kannst du zu dem Idioten wie der Phil, die Liebe eigentlich, der wie oft steigt der in die Pfütze bei täglich Christus mal mit dir ein, bis er dann langsam schon nur versucht und dann ja, ist immer noch bedingt da reinzusteigen und dann geht er doch einen Schritt rüber bis und dann löscht sich das erst aus. Das sind viele Wiederholungen nötig, wo du immer wieder in dieselbe Scheiße reinlangst. Das ist meine Herdplatte oder mein Weidezaun. Heiße Herdplatte ist nicht dazu da, dass man die Hand drauf legt. Das ist das, was ich dir sage. Ich warne dich. Du tust dir bitter, bitter böse weh, aber ich werde mich nicht einmischen. Wenn du drauf langst, lasse ich dich drauf langen. Wenn du willst, 1000 Mal. Mhm. Und ich sage, wenn du dich wo festhältst, was du nicht loslassen willst, und du schreist laufen, weil das ein elektrischer Weidezaun ist, was du meinst, es ist deine Versicherung. Bis du irgendwann einmal begreifst, Versicherung, welche Versicherung braucht man? Das entspringt doch einem vollkommen geistlosen, kapitalistischen Gehirn, einem Mechanismus, der möglichst viel Geld verdienen will. Du brauchst, wenn du weißt, wer du bist, brauchst du überhaupt keine Versicherung, weil nichts kann nicht zerstört werden. Was sollte dem nichts passieren? Alles. Genau so ist. Dem ist das, der ist der Einzige, dem irgendwas passieren kann, aber in einer ganz anderen Form, wie du das bisher ausgelegt hast. Passieren, vorbeiziehen. Genau. Ich will, dass du ich wirst. Die anderen wollen das Wertvollste an dir, dein Geld. Alle, auch die Ärzte. Und wenn man jetzt Arzt ist, kann ich immer wieder sagen, du hast dir dein Programm nicht rausgesucht, schau ganz tief in dich rein und schwöre, dass du das, was du in erster Linie magst, was du magst, in erster Linie nur darum magst, weil du Menschen helfen willst. Und dann lege ich einmal auf der Waagschale, ob da vielleicht irgendwas ist, was schwerer wiegt, ob du es auch machen würdest, wenn du dafür Geld bezahlen müsstest. Gibt übrigens welche, die Ausnahmen, die Regel bestätigen. Oder muss man sehr genau reinschauen. Mein falscher Altruismus, habe ich auch gesagt, selbst wenn du voll altruistisch bist, dich aufopferst für Flüchtlinge, frag, warum mein Altruismus-Beispiel, warum du es magst, weil du dich selber wohlfühlen willst. Ich spiele dir Bilder ein, wo du dich schlecht fühlst und das einzige Ausweg, den deine Logik dir vorschreibt, ist, dir gebe ich Geld, da spende ich was, da helfe ich. Es geht, du kannst Gedanken nicht helfen. Mhm. Es sind Gedanken, begreif irgendwann, du kannst Gedanken von dir Informationen weder was erklären, du musst auch nicht mit Gedanken mitleiden, weil die als Ding an sich die Information das nicht mitkriegt, nicht spürt, nichts mitkriegt von dem. Du bist der Einzige, der das erlebt. Also hör auf, mit einem Hexenschuss mitzuleiden oder mit einem eitrigen Zorn. Die spüren nichts. Schon gar nicht mit irgendwelchen Tierchen, die gequält werden. Wo waren die jetzt übrigens die ganze Zeit? Wo war wieder meine Hühnerfarm, die Tierchen, die gequält werden oder die Schweine? Die allumfassende Liebe ist wie die allumfassende Liebe zu allen Charakteren. Mein Spaziergang durch den Zoo, 1000 Mal erzähle ich das. Ich kann alle Lebewesen, diese unendliche Vielgestaltheit von Charakteren lieben. Genauso kann ich auch alle Charaktere lieben in Romanen. Die Gute wie die Böse. Mein Hannibal Lecter. Was übrigens ganz spaßig zum Abschluss,
Da gibt es einen neuen Film, wo er kongenial ist, unser Hannibal Lecter. Ich meine jetzt natürlich den Schauspieler, die Rolle. Father. Ja. Der Vater. Ja, ja, super. Mit Demenz. Ja. Ganz interessant. Und kurz bevor ich jetzt dieses Gespräch jetzt gestartet habe, habe ich jetzt eine Anzeige gesehen, der hat eine Tochter. Mhm. Mit der will er überhaupt nichts zu tun haben. Er ist der schlechteste Vater seit vielen Jahren. Keinen Kontakt, die gehen total am Arsch vorbei. Das heißt, er spielt zwar den genialen Vater, aber selber in seinem Leben muss er ganz katastrophaler Vater sein. Es ist aber auch nur eine Rolle. Ja. Rolle in der Rolle. Die Rolle in der Rolle, Traum in Traum in Traum, Schlaf im Schlaf im Schlaf im Schlaf. Drum sind die Filme da. Und immer dran denken, da außen ist keiner, der die Drehbücher schreibt. Du kannst jetzt welche ausdenken und sagen, hier, der Christopher Nolan hat die Drehbücher gemacht und die haben die Drehbücher gemacht von Dark und von Exceptions und von Interstellar und von was es alles gibt. Du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Sagen wir mal, der Verwirklicher, der Schöpfer. Aber das Zeug kommt, wo du es herausschöpfst aus der Datei und du greifst immer nur auf dein Intellekt, auf diese kleine, deinen Schwammenhalt zurück, obwohl die ganzen anderen intellektuellen Denksysteme für dich zugänglich wären. Die Tür habe ich dir aufgemacht. Mhm. Wo du noch wesentlich gigantischere Vorstellungswelten in deinem Kopf aufbauen kannst, um dich herum verstreuen kannst. Und das ist kein Science-Fiction, ich sage es immer dazu, es ist keine geistlose, chronologisch ausgedachte Religion mit irgendeinem Jesus, der gekreuzigt wurde, aber dann doch wieder irgendwie, wenn man jetzt denken, und der ist jetzt da, Jesus ist jetzt da, er ist in dir. Mhm. Weil wir reden doch jetzt, wir denken uns jetzt doch an Jesus aus. Mhm. Ich sage, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Und ich betone immer wieder dazu, es ist nicht der Udo, den du dir ausdenkst, du bist wesentlich mehr Gott, wie irgendein Gedanke, den du dir ausdenkst. Auch wenn du an das Wort Gott denkst. Das ist ein Geschöpf von dir. Das sind so Sätze. Wenn du die nicht für voll nimmst, das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Hier und jetzt hundertprozentig sicher. Denk an Gott. Warum ist er jetzt da, weil du ihn denkst? Glaubst du, dass da außen ein Gott ist? Jetzt schau einfach, was du glaubst. Wenn du sagst, ja, bis da habe ich geglaubt, dass er da außen gibt, an Gott. Es gibt einen Geben, Gott kann es nicht geben, es geht, Geist ist eben. Das ist die Nulllinie, aus der alles herausspringt. Mhm. Wie oft habe ich das wiederholt? Hier und jetzt? In dir? Kannst du jetzt vielleicht ein Programm haben, wo du sagst, ich habe das noch nie gehört, das höre ich jetzt das erste Mal, ich habe da noch nie ein Video angehört von Holofeeling. Mhm. Ist höchst unwahrscheinlich, dass du dann so weit gekommen bist, so will ich mal. Aber es ist auch möglich. Dann hast du aber nur ein großes Stück Arbeit vor dir. Mindestens noch ein paar Leben. Weil das ist Holofeeling, wenn ich Holofeeling in einem Träumen Geist auftauchen lasse, dann bist du wirklich hier in dem Nick. Das ist jetzt wurscht, auf welcher Seite du drin steckst. Mir fällt jetzt spontan unser Moritz ein mit seinen Problemen. Mhm. Der muss so viel lernen. Das ist so ein Musterbeispiel, ist mein Jan mit der Begeisterung. Aber dann, trotz, er ist da immer noch hundertprozentig dabei, aber er spielt seine Rolle in erster Linie weiter. Der ist voll zu dem Beobachter im Hintergrund. Das heißt wirklich zu Geist. Und dann musst du die letzte Rolle musst du halt noch auslaufen lassen und dann jetzt nicht hoffen, wie viele Jahre habe ich noch und so. Dann hast du das jetzt schon wieder nicht verstanden. Wie lange dauert das bei mir noch? Ja. Schau einfach, schau. Die Antworten kriegst du. Die sind da. Du musst nur etwas einfacher denken. Mhm. Es ist dieser Satz, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Du hast 10 Sekunden Zeit. Jetzt pass auf, das erste Mal hören, habe ich so oft gesagt. Du sagst, es geht nicht, das ist der Normale, der es das erste Mal hört, jeder. Und ich sage, wenn du die Lösung siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. All deine Probleme, und die Probleme der Menschheit, die du dir ausdenkst, das sind deine Probleme. Mhm. Weil eine Menschheit, die du dir ausdenkst, erst dann hier und jetzt in dir existiert, wenn du dir die ausdenkst. Und die wird genauso sein und so funktionieren, wie du sie dir denkst. 7 Milliarden Trockennasen auf einer Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. Das schreibt dir zurzeit ein Programm vor. Mhm. Mit einem anderen Programm denkst du bei Menschheit an was ganz was anderes. Mhm. Ist eine Frage, wie du die Worte auslegst. Den Schlummer.
Wer sieht, dass da das Wort Shalom mit drin steht? Der Frieden. Ja, die Bedeutung ist eigentlich sekundär. Erkenne es als Information, reduzieren als, auf Information, egal wie der Klang oder richtig, wie das Geräusch ist. Das, was ist. Schau, was jetzt da ist. Das ist die Erkenntnis. Genau. Ich brauche keine Vielwisserei, um bewusst, mir bewusst zu machen, was ist jetzt da als Information. Genau. Was ich sein muss, ich muss Bewusstsein sein. Ja. Bewusstsein kann man nicht haben. Geist kann man nicht haben. Das sind alles ausgedachte Dinge. Und da ist immer so die schöne, wenn ich jetzt einen Udo nehme als kleinen Geist, ein Beispiel, das ich öfter gebracht habe. Ich war in einer Phase, jetzt rede ich als Brösel, war nie in der Vergangenheit, sondern ich will dir das vor Augen führen, wie Menschen darauf reagieren, dass hier eine erste Erkenntnis von Neugier war, dass ich gesagt habe, ich lehne es vollkommen ab zu sagen, ich glaube an Gott. Und dann war für alle um mich herum klar, dass ich ein Atheist bin. Ich sage, ihr habt nicht richtig zugehört. Du hörst da nicht richtig zu, wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen und du sagst, das geht nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht an Gott glaube, sondern ich habe gesagt, ich lehne es ab, zu sagen, ich glaube an Gott. Ich werde jetzt erklären, wieso. Weil wenn ich sage, ich glaube an Gott, will ich wissen, was das ist. Und ich weiß nicht, was Gott ist, und solange ich das nicht weiß, kann ich dir nicht sagen, ob ich dran glaube oder nicht dran glaube. Genau. Wenn ich jetzt nämlich die Brösel in meinem Traum, die Menschen mir sehe, da gibt es welche, die sind felsenfest davon überzeugt, dass ein Gott existiert, die an Gott glauben, und welche, die sagen, das ist ein Blödsinn, das ist ein religiöses Hirngespinst. Wir Physiker wissen ja, wir Naturwissenschaftliche wissen ja. Dann habe ich zwei Seiten. Und die Erkenntnis ist, wenn ich jetzt frage, ja, was ist das, was du glaubst, oder was ist das, was du nicht glaubst, kriege ich nur hohles, geistlos nachgeäfftes Geschwätz von irgendwelchen Affen. Ich sage, ich mache mir jetzt eigene Gedanken, was Gott ist. Und wenn ich das mit hundertprozentiger Sicherheit erkannt habe, sage ich dir, ob ich an den Typen glaube oder ob ich nicht an ihn glaube. Was ich dir jetzt durch die Blume gesagt habe, schau erst einmal, was du selbst bist. Ich erkläre dir, was du selbst bist, und dann fang an dich selbst, an die Macht in dir selbst zu glauben. Und dann wirst du froschen. Dann wirst du froschen. Sauber. Und dann als nächstes kriegst du eine Spracherziehung von mir. Ja. Und dann lass uns gut sein. Ich bin dann. Alles ganz einfach. Es passiert ja von alleine. Wie ist Altmann, Helene? Man muss nichts dazu tun. Die Frage ist bloß, wie empfinde ich diesen Ablauf als subjektive Zeit? Diese extreme Subjektivität von chronologischem Zeitempfinden. Wie lange hast du eigentlich geschlafen von 22 Uhr bis 8 Uhr, dass man den Kreis wieder schließt? Wenn dein letzter Gedanke, deine letzte Information 22 Uhr war, du machst die Augen zu, du schläfst ein, und ich sage dann, der nächste Gedanke, der kommt, ist, du wirst wach, du schlägst die Augen auf, schaust auf den Wecker und siehst auf den Wecker 8 Uhr. Wie lange hast du dann eigentlich geschlafen? 10 Stunden ist ein logisches Konstrukt, das du jetzt denkst. Es ist beides jetzt. Es ist nur der Zeitsprung, wo du dir nicht erklären kannst. Das ist übrigens dasselbe Beispiel, ist dann immer wieder so, dieses subjektive Zeitempfinden, wenn du einen spannenden Roman liest. Du fängst zum Lesen an, plötzlich klingelt das Telefon, du schlägst hoch, hast das Buch in der Hand und bist auf Seite 100. Das sind so simple Beispiele. Hast du eigentlich mitbekommen, dass du 50 Mal umgeblättert hast? Und deine Logik, dieser zweite bestimmt, was du glaubst. Aber wenn du das jetzt beschwörst, dass du 50 Mal umgeblättert hast, wenn du einen spannenden Roman liest, Schwester und Meinheit. Und du musst jetzt jegliche Form von Meinheit in dir ausmerzen. Oder mein allerliebstes Beispiel, wenn man lange Strecke mit dem Auto fährt, mache ich mit meinem Holger oft, wenn wir unterwegs sind. Und dann soll ich eigentlich die ganze Zeit die Windschutzscheibe da. Ja. Dann denkt an die Windschutzscheibe, er sieht die Windschutzscheibe, so kannst du es beschwören, dass die da war, dass der Tacho da war, das Lenkrad da war. Und dann wirst du feststellen, das sind logische Konstrukte von Vergangenheit, die du in dir aufbaust, die du beschwörst, obwohl du jedes Mal an Meinheit schwörst. Ja. Bei Holofeeling musst du keine Meinheit mehr schwören. Wir reden von dem, was jetzt ist und was du Geist auch überprüfen kannst, hier und jetzt auf der Stelle. Und du kannst nur dann etwas überprüfen, wenn es hier und jetzt von dir gedacht wird oder sinnlich wahrgenommen wird. Das heißt, wenn es hier und jetzt als sinnlich wahrgenommene oder als rein feinstoffliche Information in dir vorliegt, weil es immer
was Ausgedachtes ist. Das Faktum. Das ist das Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Tausendfach erzählt. Genau. Holofeeling ist das absolute Faktum deines Lebens. Ja. Und Holofeeling erkläre, du bist ewiger Geist von meinem Geist. Du bist jetzt, ich sage mal religiös ausgesprochen, ein Gott. Ein träumender Geist ist der Gott für die Welt, die er träumt. Aber versuch das bitte niemals irgendwelchen Figuren in deinem Traum, die als Informationen sinnlich real wahrgenommen in Erscheinung treten, zu erklären, bevor du nicht analysiert hast, ob das Geist von unserem Geist ist, ob das auch ein Geistesfunken ist. Und Geistesfunken sein zeigt sich, indem du irgendeinem Menschen, der hinter Persona, Mensch, das Programm und der Geist, diese drei Schichten, wo man Faschingsball-Beispiel, ob du ein Geist da ist, zeigt sich nicht durch Äußern von Intellekt. Tausendfach erkläre ich das. Wenn du Intellekt bewundern willst, nimm dein Smartphone in die Hand und geh ins Internet. Und ich garantiere dir, du wirst keinen Trockennasenaffen finden, der nur ansatzweise so viel Wissen rezitieren und wiedergeben kann wie dein Handy. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Bewunder bitte nicht diese Trockennasenaffen, die sich rein, weil sie so programmiert sind, selber vernunftbegabte Wesen nennen. Geist zeigt sich, indem du ein Programm mit was konfrontierst, ich sage einem Menschen, wo sein Programm abstürzt, widersinnig, böse, schlecht reagiert und er sagt, stimmt eigentlich, so habe ich das ja überhaupt noch nicht gesehen. Und wenn das nicht der Fall ist, bleib auf der normalen Ebene als Brüssel und der Brüssel wir von der Bühne und versuch nichts zu erklären, du machst nur Ärger, du kriegst nur Ärger um dich rum. Ja. Hass. Egal, ob es die Kinder sind, du wirst merken, die größten Feinde, muss nicht unbedingt sein, wir haben 16 Perspektiven, sind deine eigenen Hausgenossen. Und solange du deinen ausgedachten Vater, deine ausgedachte Mutter, das sind alle Schöpfungen, die du erschaffst, du Geist, ich rede ja immer nur mit deinem Geist, deine Kinder, deine Äffchen, mehr liebst als mich, das heißt als dich selbst, liebst du dich, wenn du dich ständig mit Sorgen quälst? Ich bin du. Mit Ängsten quälst? Wenn doch jemand gequält wird, wird doch der, der gequält wird, dich geliebt. Da du der Einzige bist als träumender Geist, der den Traum erlebt, durch deine Meinheit quälst du dich doch selber. Ja. Die Ängste, die du in dir anschürst, das nennen wir übrigens das Fegefeuer, das Höllenfeuer. Darum ist alles, was dir extrem Angst macht, ist eigentlich das Positive. Das ist zum Beispiel die Krebsdiagnose. Dass jetzt hier ein Cut kommt, wenn die Ärzte sagen, du hast bloß maximal noch 4 Wochen zu leben, wenn wir gekommen. Wir werden aber dafür sorgen, dass du keine Schmerzen hast. Das sagen ja die zu einem Gehirn, zu einem Körper, das hat sowieso keine Schmerzen. Alles geistloser Blödsinn. Es ist alles ganz anders. Das ist die Botschaft. Es ist komplett anders. Obwohl dann doch wieder alles richtig ist. Alles stimmt. Es sind Richtungen, kleine, kleine Facetten. Mein Kabelstecker Beispiel, Auto ist ein Kabel. Ein Schlauch, ein Reifen, ein Spiegel, ein Glas, ein Kolben, eine Zündkerze. So alles ein bisschen richtig. Das ist es, wenn ich sage, jede, egal was einer behauptet, es stimmt. Aber vom Heiligen Ganzen, jetzt mach wieder den kleinen Absatz, wo ich dir gerade gesagt habe, hier mit dem Eiträger. Dir fehlt so unendlich viel Wissen, das dir eigentlich gar nicht fehlt. Nee. Ist dir aufgefallen, dass ich mir schon wieder widersprochen habe? Nee. Es fehlt in dir, wenn du dir es ausdenkst. Nee. Obwohl selbst, wenn du dir es ausdenkst, ist es trotzdem drin. Das ist die eigenartige Sprache, wenn du den Udo genau zuhörst, dass ich innerhalb dieses Umformelns immer die eine Seite, die andere Seite, und es kommt ja bei mir nicht chronologisch, ich sage jedes Wort, jeden Absatz, den ich spreche, spreche ich jetzt, das ist diese Kollektionen. Die Kollektion von Buchstaben wird zur Kollektion von Worten. Wir nennen das dann eine Zeile. Die kann ich dann innerhalb einer Seite zu Sätzen machen, zu Zeilen machen und die wieder zu Absätzen in einen größeren Komplex von einigen Seiten, weil ich sage, das ist dann ein Kapitel. Jetzt sind wir schon in den Kaputt. Dein Kopf muss kaputt gehen, der geht kaputt. Der Kopf lateinisch, wenn du zum Denken anfängst, weil du ein Individualbewusstsein bist. Die Visionen in dir von nichts. All. Gott. Und das Ganze spitzig in den Go, haben wir ja gerade schon gehabt, das Innere. Go.
Und TT 400, 400, das ist unser Pi. Mhm. Und jetzt brauchen wir aber 2 Pi, weil mir automatisch ein kannst du nicht denken. Das ist immer das, was ich mit dem Diapositiv-Negativ sage. Sobald wir uns die 2 denken, müssen automatisch nochmal 2 da sein im Hintergrund. Wenn es einen vorne gibt, muss mindestens ein hinten da sein. Dann kommst du in diese 16 Perspektiven. Und das ist wie mit einem Quadrat mit 3 Strichen zeichnen. Sobald du dieses simple Prinzip einmal verstanden hast, und man kann es ganz leicht verstehen, wenn kein Wissen da ist. Das, was das Ganze zu einer Hürde macht, ist dein Wissen, das permanent sagt, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Du musst nur zuhören. Weil ich ganz in ganz einfachen, kindgerechten Worten dir das erkläre, was jetzt ist. Mhm. Wenn dann was du denkst, existiert es nicht. Genau, so das wiederhole ich gebetsmühlenhaft. Bis du dann selber zu einem Jahwe geworden bist. Da beißt die Maus keinen Faden ab, sagt man in einem Sprichwort. Ja. Mhm. Du kannst immer wieder wie zwei, der Befehl zu schlafen. Das ist gerade dieses Hebraisieren, wird so unendlich perfekt. Und du kannst dann ganz genau immer wieder das zwei, nimm das rot, dann haben wir männliche und weibliche Zahlen, dann sagt, oh, das ist so viel Wissen, und dann ist man sofort wieder faul und sagt dann, oh, das muss ich ja alles lernen. Ich sage, was meinst du, wie gern du was lernst, wenn du irgendwann nochmal begreifst, dass du ewig bist? Das ist wieder viel im täglichen Christusmann mit dir. Die große Metapher, er ist ein Kotzbrocken und ich schleife ihn zurecht innerhalb diesen eines Tages, dass er merkt, wenn ich schon da gefangen bin, dann werde ich ja so, dass mich alle lieben. Dann machen wir und dann werde ich die beliebtesten Menschen. Und in dem Moment, wo dich dann wirklich alle lieben, natürlich nur die, die dich kennen, wirst du zu Jahwe. Und Jahwe ist schlichtweg und einfach das, was dieses Gespräch